Einen wunderschönen guten Abend zu Cthulhu Kamborn. Wir sind in Teil 2. Einmal von oben rechts nach unten rechts. Hallo Rike! Hallo, guten Abend, ich freue mich. Hallo Lucy Ilonik, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Hallo Caro. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen! Und Dr. Johann Torben. Wenn du dich entmutest, hört man dich auch, wenn du sprichst. Zur Hölle, moin. Genau, ihr wurdet alle vier vom Pfarrer des Dorfes Kamborn zusammengecastet, kann man fast sagen, weil ihr weltmännisch, sagt man immer, ihr seid ja fast eher weltfraulich, weil in Hubbüttel, so ein kleines Randdorf von Kamborn, die Leute nicht mehr zur Kirche gehen. Für viele von euch gar nicht so wirklich ein Problem, weil ihr mit Religion auch gar nicht so viel am Hut habt. Aber für den Pfarrer, wirklich die Bolschewisten und was er sonst vermutet hat, ein großes Problem. So seid ihr in diesen Ort Hubbüttel gefahren, habt euch das angeguckt, habt den werten Doktorkollegen von Dr. Johann Friedrichs getroffen, der ja, euch eine gute Botschaft geschickt hat und nochmal Dr. Johanns Auto angefahren hat. Wir erinnern uns daran zurück, er hat sich sehr erfreut. Und ja, ihr habt in dem... Erstmal, glaube ich, gar nicht so viel rausgefunden in dem Pub, ne? Nee. Die Leute waren irgendwie nicht so gesprächig. Nee, also ich war sehr charmant. Ja. Und mit mir hat man sehr gut viel geredet im Verhältnis, aber trotzdem wirkliche Infos haben wir nicht gekriegt. Nee. Na gut, aber dann seid ihr... Dr. Nemesis getroffen. Ja, das habe ich. Ja, ich erwähnte das eben. Auch, dass er dein Auto angefahren hat. Ja. Dann seid ihr auf jeden Fall zum Oberhaupt, der, ohne dass ihr es so richtig wusstet, der Kirche des Ortes gegangen, der neuen Kirche, der euch erzählt hat, dass er mit der Natur im Einklang ist und dass alle ihm jetzt folgen, was innerhalb der Gruppe zu einer gewissen kirchlichen Diskussion geführt hat, die er nur mit einem Lächeln verfolgt hat. Auf jeden Fall seid ihr dann alle zusammen zu dem Doktor gefahren, habt euch am Baum getroffen, wo der Blitz eingeschlagen ist. Er hat euch erzählt von dem Kind, was unbedingt versorgt werden muss, aber er wurde halt bedroht mit einer Waffe. Genau, stimmt. Frau Müller wurde von einem humpelnden Olympioniken angerempelt. Das gab es noch im Dorf. Und war fassungslos. Genau. Auf der Kinder Rückfahrt, sind abgemagert. Auf die Rückfahrt, genau. Abgemagerte Kinder in die Stadt ist eine Frau mit singend nochmal wieder mit ihrem Kinderwagen durch die Gegend gefahren. Da hat dann auch wieder Paula reingeguckt, weil sie eigentlich, glaube ich, noch einen Weg fragen wollte. Auf jeden Fall war der ganze Kinderwagen voller Maden und keinem Kind. Sehr lecker. Und ihr habt euch dann entschlossen, weil er, glaube ich, ne, der Doktor davon gesprochen hatte, dass... Ah, wer wurde vermisst? Das war... Die zwei Toten, bei denen ihr im Haus wart. Das waren die Bäckers. Die Grubers. Genau, wo der Doktor reingeguckt hat, die entdeckt hat und die lagen da tot und abgemagert in ihrem Bett. Dann seid ihr zum Haus der Familie mit dem kranken Kind gefahren. Da war der Mann, Hermann, hat euch an der Tür mächtig Feuer gegeben. Ihr wolltet ihn schon betäuben. Da habt ihr alle einen Glockenschlag gehört. Und in dem Moment sind er und seine Frau einfach rausgegangen und alle anderen Dorfbewohner auch und bewegen sich gerade Richtung Kirche und Richtung Moor. Mhm. So, ihr habt jetzt genau eine Minute, um zu entscheiden, was ihr alle macht, ob ihr euch trennt, ob ihr euch nicht trennt. Sonst sind nämlich die Dorfbewohner alle im Meer verschwunden. Im Meer? Im Moor. Wo kommt das Meer her? Also, wenn sie ins Meer verschwinden, haben wir das Problem ja eigentlich. Dann also. Ist es erledigt, genau. Nee, ich glaube, wir hatten so uns geeinigt, dass wir uns aufteilen, oder nicht? Also, das zumindest... Ja, mehr oder weniger geeinigt, ne? Ja, ja, war eine wilde Diskussion. Ja, genau. Also, Martha wollte, glaube ich, nach dem Kind auf jeden Fall gucken. Ja. Ich glaube, der Doktor hat sich angestellt. Angestellt. Er hat sich ein bisschen geziert, sich ums Kind zu kümmern. Eventuell aufgrund vergangener Traumas hat er sich angestellt. Aber das wissen wir ja alles nicht. Ich mach das nicht. Ja, ich mach das nicht. Aber das Kind stirbt sonst. Ich mach das trotzdem nicht. Also, ich glaube, ich habe gesagt, ich gehe da jetzt dann rein, sozusagen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir wollten zusammen da reingehen. Nee, ich glaube, wir wollen uns aufteilen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber ich wollte auf jeden Fall auch mit reingehen, deswegen. Doch, wir wollten, glaube ich, also
Martha und der Doktor in das Haus und Paula und ich wollten den Leuten hinterher was, glaube ich. Gut. Ja. Gut, dann So Dr. wird's Johann gemacht. Friedrichs, mach doch mal einen geistigen Stabilitätswurf. In dem Moment, wo du durch die Tür gehst, um ein Kind zu untersuchen, das erste Mal seit wie vielen Jahren? Oh, 10. Ja, stabil. Ja, stimmt, du hast dich gerecht beim Autoanfahren. Ja. Cool, das lief gut. Ja, du verlierst einen Punkt, aber Martha wird merken, wie du dich total verkrampfst und keine Ahnung, ob du Ja, kurz stehen bleibst, kannst du beschreiben. ich schwitze total. Dich, dich. Ah. Wie sieht es denn aus da drin? Ja, Ich nehm dich so ein bisschen an der Schulter, Herr ja. Doktor. Sie schaffen das, Sie können das. Sie sind ein Ja. kompetenter Arzt. Ich gehe Das jetzt schon eine weiß Weile, ich gehe schon eine Weile zu Ihnen. Ich war immer zufrieden. Komm, dieses Kind braucht Ihre Hilfe und ich kann das Sie nicht. ist, oh, Sie sind ja auch kein Kind mehr. Oh. Naja, aber es ist ja, ein Kind ist ja auch ein Mensch. Also. Ja. Na gut. Ja, man Dann geht schauen durch, wir ihr mal. geht in einen kleinen Vorraum. Durch deren Ende ihr ja, nee, habt ihr nicht gesehen, weil er im Weg stand, könnt ihr so die kleine Wohnstube sehen, an der die Küche grenzt und dann an der anderen Seite scheinbar auch die anderen Fenster, Zimmer. Ja, es ist unaufgeräumt, es ist spartanisch, aber jetzt nicht bettelarm. Ja, das ist vielleicht so der Eindruck, den ihr hier habt, ohne dass ihr jetzt rechts oder links abgebogen seid, bei dem Wohnzimmer halt. Aber es sind auch mehrere Zimmer, es ist nicht Genau, nur man das kann eine. Okay. weitergehen. Ja. Ja, dann, ich gucke nach einem Kinderzimmer. Also ich gucke halt nach links, nach Ja, das rechts. ist die gegengesetzte Seite zur Küche. Die Familie selbst scheint im Wohnzimmer zu übernachten, die Eltern. Das war mal ein heller, freundlicher Raum, allerdings gleicht es momentan einer Totenkammer, die du betrittst. Die Fensterläden sind zu, die Luft ist dick. Und es riecht total unangenehm nach Krankheit. Neben der Tür ist ein Kleiderschrank, vor dem Bett eine Truhe, vielleicht ein Spielzeug. Am Kopfende des Bettes sitzt eine einäugige Puppe. Und in dem Bett liegt ein, das sieht man auf den ersten Blick, abgemagertes und schwaches Mädchen. Ihr hört ein leises Röcheln und ein blasses Gesicht, was euch nicht so richtig fokussieren kann, die Augen. Ja. Aber sie sieht einfach nur krank aus. Ja? Keine Ahnung, muss sie wohl untersuchen, das Naja, festzustellen. wissen wir, also wie sie nein, nicht. heißt? Sie Nee, ist, ne? ja. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Nee. Dann gehe ich ein bisschen nach vorne. Ich sehe, der Doktor hat brauchen eine, vielleicht eine Minute. Hey, geht's dir gut? Ich gucke, ob irgendwo eine Karaffe mit Wasser steht, dass ich hier was zu trinken kriegen kann oder Nee, so. musstest du in die Küche. Nee, okay, dann gehe ich nochmal schnell in die Küche und hole dir erstmal was zu trinken. Ich mache dann erstmal die Vorhänge auf. Das ist ja wie im Mittelalter hier. Das Miasma muss raus. Also Vorhänge auf, Fenster auf, wenn es irgendwie geht. Frische Luft. Ja, dann können wir mit einem Glas Wasser Ja, warte hin kurz. Wenn und. du in die Küche gehst, fällt dir eins auf: Der Boden ist sehr klebrig. Dutzende Fliegen tummeln sich hier überall. Man geht also. Und vor dem Ofen befindet sich eine Bodenluke. Die ist aber zu. Aber es ist jetzt nicht alles verschimmelt, da will ich nicht drauf hinaus. Aber Es ist sehr, es ist, ja, da ist lange schon nicht mehr. ganz lange nicht mehr geputzt worden. Genau. Cool. Ja, ich schaue Wasser. Ich meine, fließend Wasser wird es nicht geben. Da gucke ich aber, ob irgendwo ein Krug mit frischem Wasser steht oder Ja. ein Ei oder irgendwas. Ja, dann nehme ich da ein bisschen was und gehe damit zurück. Ja, und hey, na? Und ich komme hier zu dem Mädchen halt hin. Und ja, wenn der Doktor da gerade noch am so, hey, na? Hey, hör, kannst du mich verstehen? Die Kannst du wirft mir den Kopf antworten? so ein bisschen hin und her, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie jetzt auf dich noch reagieren kann. Okay, hat sie hohes, also ich fasse so mit der Rückseite von meiner Hand an die Stirn. Hat sie Fieber? Okay, sie hat hohes Fieber, Doktor. Und soll ich ihr irgendwie einen kalten Lappen bereit machen? Ich habe ja das Wasser schon da. Ja.
Okay, dann gehe ich an den Kleiderschrank und suche nach irgendeinem Tuch oder so. Wie alt ist das Kind ungefähr? 8. Ja, okay, gut. Also 7, 8. Junge Dame, ich werde dich jetzt einmal untersuchen. Achtung, das wird jetzt ein bisschen kühl, aber das dürfte dir gut tun. Du bist viel zu warm eingepackt und dann nehme ich die Bettdecke weg so ein bisschen. Also. Ist auch abgemagert generell, oder? Ja. Gut. Mach mal Medizinwurf. Medizin. Währenddessen er das probiert, fantastisch macht. Florence und Paula, wie wollt ihr die Leute denn verfolgen? Unauffällig, versteckend, einfach hinterhergehen? Also ich würde ein bisschen vorsichtig hinterhergehen. So leicht hinter den Bäumen hervorgucken, falls da Bäume sind überhaupt. Genau, also ich denke auch mit einem gewissen Abstand auch schon. Aber ja. Dadurch, dass sie uns, also dass selbst der Typ, der ja direkt vor uns stand und uns gesehen hat, uns gar nicht mehr weiter irgendwie beachtet hat, würde ich jetzt tatsächlich nicht irgendwie großartig schleichen oder so. Aber schon mal hier und da irgendwie hinter einem Baum huschen. Ja, genau. Schadet nicht. Ihr stellt fest, dass der Richter vorgeht. Und ihr habt so ein bisschen das Gefühl, ihr seid ja, sind ja relativ viele und ihr seid ein bisschen weit weg. Aber es fällt schon auf, wenn der da lang geht und der betritt mal irgendeine, manchmal scheint die Sonne, dann ist mal wieder ein bisschen irgendein Baum oder so. Wenn immer mal einen Schatten sieht oder es dunkler wird um ihn herum, habt ihr das Gefühl, als würde der Schatten so ein bisschen, das ist kaum zu sehen, aber vor ihm davon fliehen. Also als würde der Schatten verdrängen, hat es den Eindruck. Okay. Also ist im eher Sinne so ein Wabern, von... ne? Als wenn, vielleicht so ein bisschen wie eine Fata Morgana, nur umgekehrt mit Dunkel. Die wabert ja dann auch so also, das Licht. Aber im Sinne von mit Licht verdrängen? Also irgendwas muss ja stattdessen dann da sein? Nee. Das ist im Grunde ein, ist so doof gesagt, aber Schatten im Schatten, der sich bewegt. Okay. Also der Bauerrichter, meinst du? Ja. Okay. Gut. Oder auch nicht. Ja. Ist denn hier unser, also warte mal, den, wo wir das jetzt gesehen haben, war der, wo wir eben waren? Oder ist das unser Anführerfreund, wo der du das gerade meintest? Genau. Ach ja. So, okay. Ja klar, er ist ja auch der Messias, ne? Ist ja klar, dass der Schatten ihm Platz macht. Während ihr den folgt, an der Kapelle vorbei, direkt ins Moor hinein, stellt Dr. Johann Friedrichs fest, die steckt mit einem Bein im Himmel. Ja, also hohes Fieber, oder? Ja. Völlig abgemagert, hohes Fieber. Nee, die muss hoch? Also... Also super, also lebensbedrohlich hoch oder ist es eher die Unternehmung? Ich sag mal so, ja, inzwischen beides, würde ich sagen. Und das macht es so gefährlich. Und Herr Doktor? Ja. Sie ist stark unterernährt und sie hat viel zu hohes Fieber. Ist sie transportfähig? Sollen wir sie in die Stadt bringen? Ins Krankenhaus? Naja, wenn wir sie hier lassen, dann... Also ich meine, wir können wahrscheinlich ihr Fieber nicht schnell genug runterbringen, oder? Und ich lege so einen kalten Lappen, also das kalte Wasser, den Lappen auf die Stirn. Mal schauen, ob ich irgendwas Analgetisches da habe. Dabei. Es ist die Frage, ich bin mir unsicher, ob durch ihre Unterernährung, ob das Medikament nicht zu stark wirken würde. Sonst würde ich sagen, ich würde schon einen Fiebersenker verabreichen. Also. Was jetzt? Habe ich den Eindruck, Herr Spielleiter, dass Sie
also das ist Sinn, also wie sehr mit einem Bein im Grab sozusagen habe ich den einen, also sehr. Ein Krankenhaus, ne? Gut, okay. Also wenn die noch zwei, drei Tage da so liegt, dann okay, wird sie also nicht mehr liegen. Nicht, aber nicht gleich, sondern nein, bald. Nein, ja. Ist gut. Da, okay, ja, dann, also, ja, sie muss in ein Krankenhaus. Also kalte Wickel, Stirn, Lappen auf die Stirn. Einfach mehrere feuchte Lappen mitnehmen von hier. Ja, ich kümmere mich, ich bereite was vor. Können Sie sie tragen? Sie sagt ja, und ja, das werde ich wohl. Passen Sie auf. Ja. Wie sieht das an, was sie aus hat? Aus, was sie anhat, meine Güte. Das ist ein Nachthemd. Ja, oh. Ist klar, aber ist es dreckig? Ist es sauber? Ist es... Nur, das ist schon halbwegs sauber. Okay, gut. Also es wurde sich schon noch um sie gekümmert. So, ja. Also zumindest vom Ansehen. Ja. Ja, also gut, ihre Kleidung ist einigermaßen in Ordnung. Wie warm ist es draußen? War nicht so warm. Nicht so warm. Also, ich trage das Kind und Sie nehmen vielleicht die Decke mit. Ja, mache ich. Und nehme da noch so einen Eimer und schmeiße da so ein paar Tücher rein in das Wasser, damit wir einfach kaltes Wasser dabei haben. Gut, dann ernähre ich mich. Herr Doktor, Sie schaffen das. Ja. Na. Oh. Na dann bummel ich irgendwas und beug mich runter und heb das Kind hoch. Ich meine, wird ja nicht schwer sein. Sie glüht wirklich. Also, ja, schnell zum Auto. Ich weiß nicht, wo die beiden anderen Damen hier, Fräulein Schwarz und Frau Müller. Hoffen wir, dass sie nicht zu weit weggelaufen sind. Ja, die beiden, die kommen gerade im Moor an. An einer Stelle, die im ersten Moment aussieht wie alle anderen. Aber dann fällt euch auf, da wo der König stehen bleibt, ragt etwas aus dem Boden. Nicht, geht ihm ungefähr bis zur Hüfte und ist einfach so eine Art Monolith. Also ein komplett gerader Wal, kann man im Grunde sagen. Ne? Schreibt das, glaube ich, am besten. Und er stellt sich davor, berührt den leicht. Scheint aus Holz zu sein. Und fängt wort- und gestenreich an zu reden. So haben wir uns hier alle wieder versammelt, um den Schritt zu machen, die eigene Menschlichkeit zu überwinden und zu Übermenschen zu werden. Wir zusammen, wir werden es schaffen, wir werden Kraft gewinnen, wir werden zusammen eine neue Ebene erreichen und Großes schaffen. Und er fängt an zu fuchteln und die Leute werden mit einbezogen. Er geht rum und fasst alle an und redet ihnen zu. Und euch fällt ziemlich schnell auf, so nachdem er einen angefasst hat und dann ist er bei drei anderen weiter. Oh, der eine hält sich nur noch wirklich ganz schwer auf den Beinen. Ein 60-Jähriger droht umzukippen. Wir sind das starke Volk. Wir alle, wir werden bald diesen nächsten Schritt gehen können. Wir werden zusammen nach oben schauen und dann werden die, die noch über uns lachen und unsere Taten verurteilen, uns angucken und huldigen dafür, dass wir diesen Weg gegangen sind gegen alle Widerstände. Ihr dürft einmal alle geistige Stabilität würfeln, ihr zwei. Oh. Also alle nicht unbedingt, ne? Aber warte mal, das ist eine gute Frage, die du stellst. Ach so. Doch, ihr dürft alle geistige Stabilität würfeln. Upsi. Warum habe ich auch was gesagt? Leid. Das habe ich euch alle mit reingezogen. Mhm. Ist das einfach hier Stabilität, ne? Ja. Rieke, auch du bitte, Martha, ein geistiges. Dann habe ich ja, aber warum? Alex. Ja. Hier steht da ein anderer Wort, ein anderer Wert als vorhin noch. Ja, weil du 50 von 99 hast. Nee. Doch. Ich hatte 50 von 50 ja. Und du hast irgendwas geändert. Das war aber falsch.
Ach so. Ich sorge mich um dich. Ja. Ah ja, na klar. Indem du mir meine Stabilität klaust, die ich nie aufgebraucht habe. Oh, was ist, warum? Weil er eine Rede geschwungen hat, musst du jetzt geistige Stabilität was nein, ich darf nicht gut würfeln. Was ist das? Was du, hast gar nicht, du hast gar nichts verpasst. Bisher. Aber warum habe ich auf Stabilität gewürfelt? Das weiß ich nicht. Du hast auf jeden Fall geglückt. Naja, gut, aber mir geht es ja gut. Ich habe eine 4 gewürfelt. Wer's also. Nicht, das gucken wir gleich, ob es dir gut geht. Wer es nicht geschafft hat, verliert 1 Stabilität. Okay. So, pass auf. Jetzt möchte ich für euch einen Konstitutionswurf. Wer das eben geschafft hat, möchte ich einen regulären. Wer es nicht geschafft hat, einen schwierigen. Ach du Schande. Ein schwieriger. Das ist K.O., ne? Ja. Yes! 35. Oh, okay. Boah. Ohne 100? Wer war das? Aber wer war es? Wer hat die 100? Paula! Frau Müller! Oh nein! Oh, alles! Frau Müller ist tot. Nee, mach ich. Das Problem mit unserer Debatte hat sich erledigt. Doch dem falschen Gott zugetan, siehst du? So kann es gehen. So schnell. Falsch ist ja relativ, ne? Wir werden jetzt rausfinden. Also wir merken es einfach mal, Martha ist gut gerüstet. Das ist für alles. So. Offensichtlich. Ich habe Gott auf meiner Seite, das ist es. So, er hält diese Rede ungefähr, also nee, fragen wir, wir gehen wieder zu Martha und Johann. Ihr wollt aus dem Haus und was wollt ihr dann tun? Das Nur Kind einmal, ins Auto legen. Ja, aber ihr wollt ins dann warten. Nee, also, wir werden ich würde es ins hupen, Auto legen. Tatsächlich. Ja. 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 Also, weil. Also, klingt wenn schon, dann den schon. Also, weil dann hat es auch keine Zeit sozusagen jetzt. Also, aber ihr habt auf dem Schirm, dass ich ja auch egal. Mit einem Auto da bin. Ne? Also, ihr müsstet nicht zwangsläufig auf uns warten. Aber wir wollen euch auch nicht da zurücklassen. Ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen. Wenn ihr so zum Auto geht, Doktor. Stellst du fest, wenn du so über dein eigenes Leben bisher nachdenkst, dass du irgendwie auf einmal ganz schön an dir selber zweifelst, an deinen Wesenszügen, an dir als Person? Auf einmal? Auf einmal, ja, jetzt. Du fängst ist das an, was dir, Neues? Du fängst an, in deinem Leben zu zweifeln, an wie du dich, wie du bist, wie du... Ich hätte nicht aus Berlin hierher kommen sollen. Ich hätte es ganz lassen sollen, gar nicht mehr. Sagst du das laut? Ja. Herr Doktor, Sie retten gerade ein Kind. Das hat schon einen Grund, warum Sie hier sind. Das hat alles einen Grund. Ich habe noch gar niemanden gerettet jetzt. Und das Kind ist nicht. Ich bring's ins Krankenhaus und dann. Ja, Sie tun das Richtige. Wir retten jetzt dieses Kind. Das letzte Mal sind schlimme Sachen passiert, als ich. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich da gar nicht wieder praktizieren sollen. Sagen Sie doch sowas nicht. Sie sind ein wundervoller Arzt und Leute vertrauen Ihnen. Ich bin schon viel zu alt. Und darüber können Sie sich immer noch Gedanken machen. Aber Sie sind ein guter Arzt und Sie machen Ihren Job toll und wir retten jetzt dieses Kind und Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen über irgendwas. Ich kann nichts dagegen machen. Ich fühle mich einfach nicht gut. Das ist schön, Ihre Worte zu hören, Frau Sänger, aber... Nicht. Irgendwie ist alles falsch. Keine Ahnung. Also hier in diesem Dorf ist alles falsch, da gebe ich Ihnen recht. Deswegen werden wir so schnell wie möglich diesen furchtbaren, gottverlassenen Ort verlassen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich kann nicht Auto fahren. Okay, dann mache ich das wohl. Aber gucken wir erstmal, wo Frau Müller und Frau Schwarz abgeblieben sind. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn wir sie hier zurücklassen. Ja, die hören immer noch die Predigt und inzwischen bricht tatsächlich der Erste zusammen, die Erste, und liegt im Moor. Zwei stützen sich nur und er beendet seine Predigt, die war gar nicht lang, so 6, 5, 6, 7 Minuten. Und ihr seht, wie die Dorfbewohner in dem Moment ihre schwachen Freunde, Familienmitglieder aufhelfen. Und sie dann sich umdrehen und in eure Richtung humpeln. Was ihr aber seht in diesem Moment ist, wie sie stark sein werden. Ihr seht sie da stehen, muskulös, gut genährt, im Sumpf. Ihr habt das Gefühl,
Ja. Das könnte stimmen, was der gerade gesagt hat. Scheint der Weg zu sein, wo es hingeht. Eine ältere Frau, die da fast muskulös wirkt, alle piekfein gekleidet, stehen sie da und gehen sie auf euch zu. Und ja, dann sind sie auf einmal wieder die humpelnden Menschen des Jetzt. Was macht ihr? Wollt ihr euch verstecken? Wollt ihr... Eva, was hat denn mein kritischer Fehlschlag in der Konstitutionsprobe für noch keinen? Weiß nicht, du... Keinen direkten, also ich merke für mich ganz normal, wie du es gerade beschrieben hast. So. Ja, du siehst halt, der Mann hat... Hat einen Punkt. Er könnte einen Punkt haben. Ja, ich glaube, ich würde, also erstmal, wir haben uns ja eh wahrscheinlich hinter irgendeinem Baum gehockt oder so, um dazu zu schauen. Ich würde da ja auf jeden Fall erstmal irgendwie so bleiben, dass die erstmal an einem vorbeiziehen können. Aber ich würde schon so über das, was er so gesagt hat, auf jeden Fall intensiv nachdenken. Weil das so ein bisschen auch das angesprochen hat, was ich mir eigentlich immer schon so gedacht habe. So, dass man halt irgendwie seine Kraft aus anderen Dingen zieht und irgendwie, ja, es halt nicht nur dass den einen Gott gibt und sowas eben, ne? Verstecken wir uns eigentlich nebeneinander? Ja, bestimmt. Ja, oder? Ja, könnte. Weil dann, ich würde dir so zuflüstern, so, sag mal, was war das denn gerade? Scheint so eine Art Gottesdienst oder so gewesen zu sein, ne? Aber das war ja schon verrückt. Anderer Glauben halt. Also das Konzept von der Kirche ist ja nicht zwangsläufig nötig. Ja, also ich glaube, wir würden uns weiterhin hinter dem Baum verstecken und warten, bis die Leute vorbei sind. Sind sie? Alle, dann... ihr seid allein. Okay. Ich würde mir nochmal dieses Holzding da anschauen wollen. Ist ein absolut viereckiger Holzmonolith ohne irgendwelche Einkerbungen oder ähnliches. Aber man merkt einfach, das ist von Hand, also von handgefertigt, weil es so perfekt geschnitten ist. Also ein Holzbalken. Ja. Oder ist der so spitz zulaufend? Oder? Nee, der ist auch gerade abgeschnitten nach oben. Okay. Ja, im Grunde ist es ein Holzbalken, allerdings wahrscheinlich dünner als ein Baum. Sodass es auf jeden Fall was bearbeitet ist. Was weiter ist, kann man nicht sehen, weil es hier sumpfig ist und der ist im Sumpf drin. Also du kannst davon ausgehen, dass er vielleicht mal oder eigentlich tiefer ist, als man es jetzt sieht. Und also da sind auch keine Einkerbungen drin oder irgendwie so. Ich würde dann mal so mit den Händen rüberfahren, ob es man ist irgendwas Perfektion. Spürt. Und der ist wie hoch ungefähr? 2 Meter? Nee, geht bis zu deiner Hüfte. Ach so, okay, hatte ich gerade eine ganz falsche Vorstellung. Okay. Ja, gut. Aber so ein also, bisschen in meinen Gedanken versunken. Würde ich so ein bisschen über diesen Holzpfahl streichen. So ein bisschen meinen Gedanken nachhängen. Lawrence? Ich würde dem Ding nicht zu nahe kommen. Und das ein bisschen aus der Ferne beobachten. Ja, die beiden kommen nicht wieder, ihr zwei. Die Dorfbewohner kommen langsam wieder. Von den beiden ist keine Spur. Wir haben gehupt, oder? Jetzt, wo wir das Hupen hören, reißt es mich aus meinen Gedanken. Ja gut, dann eilen wir schnellen Schrittes. Wir hatten ja auch den Plan, das Kind zu retten, Richtung Dorfplatz zurück. Also ich zumindest. Ja, ich komm mit. Lassen Sie sich schon mal den Motor an. Ja. Mach Frau ich. Sänger, nicht, dass diese Unmenschen uns jetzt noch... Ja, ich lasse den Motor an, ich bin auch schon, ich gucke so so über die Schulter, ob ich sehe, dass die zwei wieder sicher und wohlbehalten aus dem Moor kommen. Ich halte auch Ausschau, ob ich den Vater wiederkommen sehe und die Mutter.
Weil dann fahre ich auf jeden Fall schon mal weg. Wir können natürlich, wir können ja dem Kind eine Decke rüber, dann wird es, ja, so vom Hof vielleicht schon, ja. Auf jeden Fall schon so vom Hof so an die Straße zurück und das Kind haben wir ja zugedeckt, ne? Haben kalte Wickel gemacht, haben es aber auch gleichzeitig ein bisschen zugedeckt, damit das nicht so super auffällig ist, dass wir gerade ein Kind entführt haben. Ja, Florence und Paula, ihr kommt auf das kleine Dorf zurück und seht es so vor euch, als ihr da wieder in die Kirche. Und dieses Dorf, das erblüht. Das ist gewachsen, die Häuser sind neu zum Teil gebaut, neue Häuser, mehr Einwohner. Florence, du siehst das große Hubbüttler Tanzvarieté. Florence Schwarz steht da unter und du bist gerade Gastgeberin und streckst die Arme aus. Und es kommen Besucher auf dich zu und freuen sich, dass du da bist. Und Paula, direkt daneben ist ein Haus, es ist schon eine Fabrik. Ich weiß nicht, wie dein Traum deiner eigenen Marke jemals war, aber du siehst dieses Zeichen deiner eigenen Marke da und verteilst gerade irgendwelche Duftpröbchen. Und ihr seht, eure Zukunft in Hubbüttel, die kann wirklich, dieses Dorf hat absolut, das ist die Zukunft, denkt ihr so, als ihr auf das Dorf zulauft und erst als ihr so wirklich an der Kirche vorbei seid und im Dorf, da brauchst, ja, seid ihr wieder im Jetzt und in dem jetzigen Hubbüttel. Kommen Sie, rufe ich über die Schulter. Wir müssen schleunigst zum Krankenhaus. Also ich euch in die Nähe kommen sehe. Ich würde wahrscheinlich erstmal so ein bisschen stehen bleiben. Mhm. Und so mit meinen Entscheidungen ringen, ob ich jetzt wirklich fahren will oder ob ich hier bleibe. Im Endeffekt hält mich ja auch in dem anderen Dorf nichts so richtig. Also, ich gucke mich noch mal so ein bisschen um. Was stehen die denn da wie diese? Ich weiß es auch nicht. Meine Damen, jetzt bewegen Sie sich doch, rufe ich. Und du drehst dich irgendwie zu den beiden um, Doktor, und du siehst diese Stadt und irgendwie dein Leben in Berlin bleiben und du denkst, Arzt, doch auch, vielleicht ist dir das auch einfach nicht wert, du bist viel mehr wert. Und du siehst das neue, ja, da hast du auf einmal das Gefühl, denn du siehst dieses neu gebaute, als du dich umdrehst, Rathaus von Hubbüttel da stehen und siehst dich als Bürgermeister dieses Ortes. Ach, wissen Sie, vielleicht werde ich hier Bürgermeister. Hier? Und dann bist du hier? Auch was ist denn mit dem König? Der ist doch hier schon, der ist doch hier irgendwas. Der Vorstand und ich meine, mein Ehemann ist hier der Bürgermeister. Was nee, ich meine von Hubbüttel, nicht von Cambronne. Hier leben 100 Leute, was stellen Sie sich denn vor? Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Eben war das Brathaus doch noch ganz wunderschön und aufgebaut und jetzt ist das... Ich halluziniere. Fahren Sie bloß los. Hoffen wir, dass das Kind nicht irgendwas so schnell ansteckend ist, aber ich fühle mich doch gut. Genau, ich sehe ja, angstvoll fast schon zu dem Kind rüber, ob da sich irgendwas merkwürdiges... Ich fasse dir auch an die Stirn. Der Fieber? Fahren Sie lieber. Da musst du leider nochmal geistige Stabilität würfen. Ich? Nee, Johann. Ach so. Also, wenn du denkst, dass von dem Kind was ausgeht, dann... Nein. Ja, doch, das hast du gerade gesagt. Von dem... Nein, ich will... Ja, du hast Angst, dass die Vergangenheit dich einholt. Sag es, wie es ist. Ja. Dich diskutieren, machen... Oh, man. Noch ein. Oh, man. Aber hat er Fieber? Nein. Okay. Fieber haben Sie schon mal nicht. Fahren Sie einfach. Wir müssen hier weg. Bewegen sich die anderen beiden? Bewegt die beide euch? Also ich stand immer noch da, habe hingeguckt, wo ich dieses ich sag mal, Halluzination gesehen habe. Ja, steht ein bröchiges Einfamilienhaus gerade. Ja, und realisiere das dann so langsam, dass es nicht da ist und bin so, was? Und sehe mich erstmal um, gucke zu Paula und sag so, was ist hier los? Und ich hab so einen ganz verklärten Blick irgendwie, aber Florence, man könnte doch tatsächlich sich hier ein Leben aufbauen. Stell dir doch mal vor, ich könnte hier irgendwie meine eigene Kosmetik vertreiben. Von hier aus quasi in die ganze Welt. Nichts wäre mir irgendwie noch, also ich könnte eigentlich alles erreichen.
dieses Dorf, also ich sehe es quasi vor mir, was für ein Potenzial hier drinne steckt. Also, ich weiß ja nicht, was hier los ist, aber gerade sieht alles wieder sehr runtergekommen aus. Ja, aber also, es könnte, also man könnte ja also was draus machen. Bestimmt. Denkst du nicht? Oh. Ja, vielleicht hast du recht. Ich meine, bei uns zu Hause habe ich es auch bisher nicht sehr weit geschafft. Ja, und da sind alle so furchtbar spießig und alle gehen sie zur Kirche und haben irgendwie ideale Vorstellung vom Leben und in echt haben sie genau so ihre eigenen Probleme, nur wird das alles schön unter den Teppich gekehrt und alles heile Welt nach außen. Das ist furchtbar ekelhaft. Es wird sich das Maul zerrissen über Leute, von denen sie selber gar nichts wissen, gar nicht wissen, was sie vielleicht alles erlebt haben oder durchmachen müssen und weil sie selber irgendwie mit ihrer Welt unzufrieden sind. Ich muss erstmal einen klaren Gedanken fassen. Irgendwie ist das hier alles seltsam. Lass uns zu den anderen beiden zurückgehen, im besten Fall. So. Ihr fahrt ja gerade auf den Dorf schon, Martha, und. Ja, genau. Also auf jeden Fall vom Hof runter und dann schon zurück auf die Straße. Ich rufe den Was beiden tut er da? Warum würfelt der Was Spielleiter? passiert? Immer ein gutes Entgegen. Zeichen. Nee. Würden die Fräulein Schwarz von Müller jetzt ihre vier Buchstaben in Bewegung setzen und endlich zu diesem Wagen hier aufschließen? Wir wollen weg. Aber die Paula hat ja auch noch ein Auto, ne? Ja, Ja. wir wollen nur sicher gehen, dass ihr okay seid. Wir können auch ohne sie fahren, aber wir dachten, es ist besser, wenn wir es zusammen losgehen. Ja, also ich Ja. gehe rüber zum Wagen und sage so, was ist denn los? Schnell, hier Kind, stimmt was das nicht. Kind stirbt. Wir müssen es Und dringend das. ins Krankenhaus bringen und irgendwas ist ja gar nicht in Ordnung. Dem Doktor geht es nicht gut. Sie sind auch so ein bisschen neben der Spur, wenn ich mir so ihren Blick angucke und wie sie hier gerade festgefroren sind. Wir sollten diese Stadt dringend verlassen, weil wir müssen uns um dieses Kind kümmern. Der Doktor meint, das Kind hat nicht mehr lange und es hat hohes Fieber. Ach, Sie haben das Kind mitgenommen. Okay. Natürlich. Psst, nicht so laut. Oh, Entschuldigung. Was machst denn du da die ganze Zeit? Oh Gott. Ich glaube, wir Also, kriegen Probleme. Ich glaube, ich gehe zu Paula wenn zurück. Florence zum Auto geht, würde ich mir auch einen Ruck geben. Ich kann ja auch noch wieder zurückkommen. Es läuft ja nicht weg. Ja, ich starte den Motor. Also ich habe den Motor Ja, ja quasi also schon gestartet und wenn die dann endlich so weit sind, gehe dann. ich auch zu dem Auto rüber, zu meinem, setze mich hinters Steuer und würde dann auch gucken, dass ich halt vom Hof fahre. Ja, Lawrence. also ich fahr bei Paula mit. Genau, ja. Ich lade natürlich Florence vorher ein. Ja. Lawrence, in dem Moment, oder ihr alle, bis auf Martha, Lawrence, du verlierst 6 Magiepunkte. Paula, du verlierst 4 Magiepunkte. Und Johann, das ist nicht gut, du verlierst 10 Magiepunkte. Magiepunkte Oha. stehen in dem Sinne, wenn man sie verliert, auch für Stärke. Das heißt, Ach du Scheiße. das Du heißt, ihr verlierst könnt euch, Lebenspunkte, ja, so ein oder? bisschen, das ist so geistiges Leben, so ein bisschen. Das heißt, ihr fühlt euch schwächlich so ein bisschen und Johann tatsächlich ein bisschen mehr schwächlich in dem Moment, wo ihr das Dorf verlasst. Ich greife mir so an die Brust. Fahren Sie schneller, Frau Sänger. Ja. Oh, Es Sie kriegen geht jetzt aber los. keinen Herzinfarkt, oder Doktor? Doktor, reisen Sie, Hören bleiben Sie. Sie bei mir, wir sind auf Nein, dem Weg ins Krankenhaus. Es wird alles gut. keine Hysterie. Es ist kein Jetzt kommen Sie Herzinfarkt. mir Es nicht fühlt mit sich anders Hysterie. an. Gerade Sie, Oh. nach Ihrer Aktion jetzt die ganze Zeit. Ich bin Meine Arzt. Güte. Ich weiß, was es nicht ist. Es geht. Es ist. Oh. Wir müssen hier schnell weg. Wir müssen hier schnell weg. Ich fahre doch schon, ich fahre doch schon. Ich habe nicht die größte Übung im Fahren, aber ich fahre. Ich fahre noch einen Ticken schneller vielleicht, aber immer noch Ja. langsam. Also nicht so langsam wie der Doktor, aber auch nicht so richtig. Ich hole auch nicht alles aus dem Wagen raus, was geht, sondern so ein Mittel, versuche so ein Mittelmaß zu finden. Und wir fahren hinterher, oder? Ja, Entschuldigung. Ja, ich dachte, das ist klar, als ich sagte, Ja. wir fahren vom Hof, Ich also wollte hinter es noch dem. mal fragen. Ja, Ja, ja. okay. Auch Ich ihr sage Zögern, dann aber ich vielleicht weiß, noch so ja. zu Paula, oh, irgendwie bin ich jetzt total erschöpft. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es meine Migräne, die schon wieder kommt. Ja, ich bin irgendwie in einer komischen Stimmung. Ich weiß auch nicht. Ich Wo war glaube, ich jetzt? muss erstmal schlafen, wenn wir zu Hause sind.
Wo war jetzt das nächste Krankenhaus? Hatten wir das In gesagt? irgendeiner Kreisstadt müsst ihr eine Stunde Okay. fahren, vielleicht anderthalb. Ja, dann tun wir das wohl. Ja. Ich sacke da hinten so ein bisschen zusammen. Ich habe nur noch einen Magiepunkt. Ach Also so. wenn man Magiepunkte abgezogen kriegt und man keine mehr hat, geht das immer auf Trefferpunkte. Was? Aber es Also dein regt. Aber es nächster, regt. Ne? also du hast jetzt Ach eins von so. 11, wenn du jetzt nochmal mehr als einen verlierst, verlierst du Trefferpunkte. Aber du regenerierst Alles einen klar. pro Stunde. Ja. Also da wir eine Stunde zum Krankenhaus fahren. Nee, ich glaube tatsächlich, fürchte ich in dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Nein. Oh, das ist Was? ja Er fährt ja nicht Nein. selber, er ruht sich Ja, nee, aus. damit hat leider Ja, überhaupt keine das Illusion. scheint wohl ein irgendwie magischer Ja, Effekt zu sein, der da vielleicht. wirkt auf euch. Vielleicht. Was? Aber keine Ahnung, ich fahre. Und habe Angst, dass der gute Doktor neben mir einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt oder Naja, irgendwas. es ist kein Da ist Richtung Herzinfarkt. Krankenhaus ja schon die richtige Richtung. Oder Hysterie. Ja. Der Doktor sagt nicht das, was ihm historisch auf der Zunge liegen würde dazu. Nein, das sagt Ja. er nicht. Ja, ihr würdet beim Krankenhaus ankommen und damit Ja. erstmals auch euch wieder. Würdet ihr, ich weiß nicht, ob Johann das Kind in den Armen noch seiner geistigen Schlaffheit das noch hinkriegt, aber. Nee, Nein, dann gehe auf ich, keinen dann Fall. laufe, dann steige ich, parke ich das Auto, steige aus. Hier, Hilfe, wir brauchen jemanden. Wir haben hier ein todkrankes Kind und meinem Beifahrer geht es auch nicht so gut. Und wird einfach irgendwelche starken Pflegekräfte, Sanitäter dazu holen. Ja, ich würde denen dann auch so schildern, was Sache ist. Ich meine, ich bin der Arzt. Natürlich, obwohl die kennen mich wahrscheinlich, obwohl ja doch, also ich Ja. meine, ich schicke da ja auch Leute hin ins Krankenhaus sozusagen, wenn da was ist. Und ich weiß nicht, bei mir, mir geht es nicht gut, aber es ist nicht, vielleicht eine Kochsalzlösung, einfach intravenös oder so. Ich habe keine, sie müssen also einfach was aufpäppeln, das vielleicht irgendwie Natürlich. einfach, dass ich wieder. Und sonst, Sie haben ja auch einen kompetenten Kollegen in der Stadt, zu dem Sie sonst gehen können, wenn es mal nicht ganz so dolle ist. Sie wissen ja nicht immer gleich ins Krankenhaus. Aber wir werden Ihnen eine Ja, kleine das. Infusion geben und dann. Ja. Geht's wirklich nicht so gut. Schon die ganze Fahrt hierher nicht. Ja, in dem Moment kommen wir wahrscheinlich auch dann irgendwann Ja. vorgefahren. Ja. Wir sind ja relativ direkt dahinter gewesen. Eine Schwester Ich steht ja würde auch noch. den Motor ausmachen, aber irgendwie noch im Auto sitzen bleiben. Irgendwie bin ich noch so in Gedanken noch nicht ganz aus der Stadt raus. Ich gehe schon mal raus zu den anderen beiden dazu. Eine Ich Schwester bin kommt dir sehr viel bei dem entgegen. Kind. Brauchen Sie Hilfe? Florence, zu dir. Ach so. Ich bin erstmal so. Was? Ein Was? Nein, Notfall? Geht's nein. Ihnen gut? Mir geht es gut, aber Okay. bei den anderen beiden dort drüben, da brauche ich Kindhilfe. Ja, wir sind kümmern uns. Alles gut, wir haben schon. Sie gehören zusammen. Ja, dem Doktor geht's auch gar nicht gut, hat er gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war, aber wir kümmern uns um das Kind. Es ist gut versorgt. Ja, und ich würde auch bei dem Kind erstmal so ein bisschen dranbleiben quasi und gucken, dass man sich gut um es kümmert. Und ihr seht mich auch ab und zu, wie ich halt quasi so ein bisschen die Hand von dem Mädchen so tätschle. Und ist ein Mädchen, oder? Er ist ein Mädchen, ne? Genau. Und halt so ein bisschen da bleibe und auch sage, ja, wenn es wegen der Kosten, schreiben Sie das auf meine Rechnung und wird halt quasi meinen Namen da Sind Sie die angerufen. Mutter? Nein, nein, ich bin nicht die Mutter, aber wir haben dafür gesorgt, dass sie hierher gebracht wird. Sonst das wäre es vielleicht zu spät gekommen. Ja, es kommt auch ein Aber Arzt ich werde dazu. die Rechnung können Sie auf meinen Namen machen. Ich komme für alle Kosten aus. Tun Sie für das Kind alles, was Sie tun können. Der Arzt kommt auch dazu, kümmert sich um das Kind. Doktor? Ja. Aber der Arzt, der wirkt echt fragwürdig auf dich. Ja, Sie sind Arzt. Natürlich, der Herr. Habe vor 6 Jahren mein Medizinstudium gemacht. Und seitdem arbeite ich Und hier. dann dürfen Sie schon praktizieren. Ja. Sie sind aber. Ah, naja, ist auch egal. Ja, was denn? Nichts. Sie haben mit mir gesprochen. Was? Sie haben doch mich angesprochen. Nein.
Ich bin so verwirrt. Bin ich auch schlechter Dinge? Also bin ich Nein, das ist nur so down. Naja, du hast halt ein bisschen Zweifel an deiner Person und den eigenen Wesenszügen. Also bin ich deprimiert. Ja, gerade bist du schon. Ja. Ach, ich glaube, es ist. Was ist ganz gut zusammen, glaube ich. Diagnostizieren sollte, habe ich einen depressiven Schub. Eigentlich bin ich überhaupt nicht. Wie alt sind Sie, natürlich, Kollege? Das ist eine unhöfliche Frage. Sie wirken so, ja. Ich bin im besten Alter. 67. Okay. Das ist Zeit, sonst. Man kann auch im Ruhestand noch ein bisschen praktizieren. Das ist überhaupt kein Problem. Mir geht es gut. Ich bin fit wie ein Holzfäller. Ach so, ja. Ein schwächlicher Holzfäller, aber immerhin. Aber vielleicht, ich kram so in meine Arzttasche. Ich muss irgendwas gegen diese Stimmungsschwankungen. Das ist einfach nicht normal. Mhm. Irgendwas, was mich besser. Gut. Oh. Wirfst irgendwas ein, ja? Ja, ja. Die Zweifel an den Wesenszügen sind sofort verschwunden. Ja, warte. Die gute alte von der Firma Bayer entwickelte Herointablette. Ja. Die es damals wirklich gab. Ja. Eine Heroin schöne warme damals, Decke. Eine schöne warme damals, Decke über die Gefühle. In Tablettenform. Er wurde als Wundermittel angewendet. Ja. Das hat nämlich gegen Schmerzen und hat leicht euphorische Stimmungen hervorgerufen und so. Das war tatsächlich ein registriertes dazu Medikament. Dazu kommen gerade die Raider rein. Oh! Ja, sehr gut. Bei Drogen helfen immer. Was habt ihr zum Drogenkonsum. Ja, es gibt, ich weiß nicht, wie die Serie heißt, zum Krankenhaus der 20er Jahre. Ist das Charité? Nee, ist das? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich würde auf jeden Fall mal zum guten Doktor dazu stoßen und zu sagen, Herr Doktor, was ist denn los mit Ihnen? Mir geht's nicht gut. Ich habe schlecht, meine Stimmung ist auf einmal ganz schlecht und ich weiß nicht. Und ich habe jetzt eine Tablette genommen. Mir geht's schon sofort wieder viel besser. Das Zeug wirkt einfach wunderbar. Ach, das ist ja gewohnt dann gut ist. Zu hören. Ja, hat noch jemand Schwierigkeiten, seitdem wir da aus dem Dorf raus sind? Ich hätte da noch Medikamente anzubieten, wenn jemand. Ja, ich habe irgendwie so eine leichte Migräne und fühle mich irgendwie unwohl, seit wir da waren. Ich habe auch ganz kurz was gesagt. Ach ja, vielleicht habe ich auch gar nichts gesehen. Auf jeden Fall, ich glaube, meine Migräne fängt schon wieder an. Ja, dann nehmen Sie doch auch eine von diesen. Ja, von der Firma Bayer, wie gesagt, bestes Medikament. Die. Gönnt euch. Ich sitze übrigens noch im Auto. Es ist eine verhältnismäßig geringe Dosierung, deswegen ist es nur, wenn man die Dauer nimmt, dann ist. Ja, hier nehmen Sie diese Tablette. Und Sie glauben wirklich, dass das hilft? Ich bin so ein bisschen skeptisch mit der Pille und so. Ja, yeah, also sie hilft gegen Schmerzen, sie sorgt dafür, dass ihre Stimmung sich aufhält. Es ist wirklich ein breites Spektrum an Wirkkraft. Ah, das klingt ja nach einem Wundermittel, dann mal rein damit. Schon. Es gibt immer einige Stimmen natürlich, die Nein zu Drogen sagen. Nein, die meinen, dass natürlich eine Abhängigkeit davon entstehen kann, aber sie sollen sie ja nicht häufig nehmen. Also ich meine, Abhängigkeit kann von beinahe jedem Medikament entstehen und bla 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 bla. Langweilig dich mit irgendwelchen. Ich lächle einfach nur noch und nicke und warte, bis du fertig bist. Bis es wirkt. Ja, ich bin, wie gesagt, weil ich habe so echt nur ein Auge für dieses Mädchen quasi. Und krieg auch gar nicht mit, zum Beispiel, dass Frau Müller noch im Auto sitzt. Und ich scheint gesehen, auch sonst niemand zu kümmern. Und ich habe halt gesehen, ja, dass der Doktor versorgt wird. Und das war dann erstmal so die Hauptsache. Und ansonsten gucke ich halt, dass dieses Mädchen irgendwie gut auf ein Zimmer gebracht wird. Alex, ich höre dich nicht. Es klopft an deine Scheibe, Paula. Poch, poch, poch. Ich schreck so ein bisschen aus meinen Gedanken. Hab vorher so vor mich hingestarrt und guck so. Wer klopft denn da? Eine Schwester. Hallo? Schon so Kurbelfenster? Dann würde ich mal die Scheibe runterkurbeln. Geht es Ihnen gut? Ja, ich warte nur auf die. Ja, Sie stehen mitten in der Einfahrt und ich glaube, so, die bleiben dachte, ein bisschen. Ich dachte, ich habe geparkt. Entschuldigung, ja, der Doktor kriegt eine Infusion, der mit Ihnen hier im anderen Auto. Ja. Es dauert ein bisschen. Ach so. Also steigen Sie gerne aus und. Ja. Es wird kalt hier nachts im Auto. Die nachts, also. Naja, wenn Sie noch ein bisschen hier bleiben, es ist schon
Nachmittag. Also ich weiß nicht, ob der Doktor heute noch nach Hause möchte. Das wird der Arzt sagen können. Okay, ja gut. Aber ihm geht es Danke, gut, ja? ja, Das ist gut danke. zu wissen. Ja. Naja. Guck Uns ich die geht's allen Scheibe wieder hoch. gut. Und dann steige ich auch aus, na gut. Ja, und wenn ich mich dann versichert habe, dass das Kind ordentlich versorgt ist und auf ein Zimmer gebracht wurde und so, würde ich auch nach den anderen wieder gucken gehen. Dann kommst du wahrscheinlich dazu, wenn ich gerade ankomme, sozusagen. Ja. Das ist ja wirklich unfassbar. Wir sind wirklich gerade noch rechtzeitig gekommen. Überlegen Sie sich mal, was passiert wäre, wenn hier Dr. Becker uns nicht darauf aufmerksam gemacht hätte und nicht wirklich alles getan hätte, damit wir diesem Mädchen helfen. Wie kann man denn als Eltern so, wie kann man als Eltern so rücksichtslos sein und so gleichgültig dem eigenen Kind gegenüber, dass man es in diesem Zustand nicht zum Arzt bringt? Ich bin absolut erschüttert. Wie kann man denn ein Kind haben und so damit umgehen? Ich begreife es nicht. Herr Doktor, ich glaube, wir haben einen Fall von Hysterie. Ich lege so meinen Ach, Arm Gundula, was soll das auf denn? ihre Schulter und sage, so beruhigen Sie sich erstmal, Frau Sänger, ja? Ja, sie hat ja recht, sie hat ja recht. Aber Menschen sind so, so viel schlimmfähig, Frau Sänger, wissen Ich Sie. bin immer wieder schockiert. Und solche Menschen Ja. dürfen Eltern sein, wissen Sie. Naja, wissen Sie, das sind ja nun auch sehr einfache, ländlich-bäuerliche Menschen. Das ist ein ganz anderer Menschenschlag als Na bei dennoch, uns ich in der meine, Dr. Stadt. Becker wollte doch helfen und man hat ihn nicht helfen lassen. Wieso denn nicht? Das sind wirklich, Ja, das Bildung Kind hin ist oder nicht zu her, entschuldigen, nicht aber. zu entschuldigen, so soll das nicht, aber die sind sehr, sie haben ja den Mann gesehen, der war doch von Sinn. Ja, aber genauso, ich meine, dieses andere Ehepaar, warum sterben denn in dieser Stadt Leute oder lassen Würde auch gar sich. nicht wissen, ob in diesem Kinderwagen, wo die Maden drinne waren, wirklich ursprünglich Maden drinne waren. Oh Gott, sagen Sie doch nicht sowas! Na, mich Naja, also. überrascht gar nichts mehr. Das ist vielleicht nicht der richtige Moment, so etwas zu sagen. Aber was geht in diesem Dorf vor? Ich meine, wir haben jetzt das Kind gerettet, aber da gibt es doch bestimmt, vielleicht, ich hätte die anderen Kinder dort sahen auch so abgemagert aus. Also wir können Was ist, wenn die alle ihre natürlich. Kinder verwahrlosen lassen und sich nicht um die kümmern? Wir müssen doch irgendwas dagegen tun. Was haben Sie denn eigentlich im Moor gesehen? Was war denn das da? Ja, also Ich das wink passt ab auf und jeden lehne mich wieder Fall. zurück. War so eine Art, Entschuldigung. ja, so eine Art Gottesdienst, würde ich fast schon sagen, ne? So eine Ein Zusammenkunft. Gottesdienst. Er hat da irgendwie viel erzählt und Was denn? ja, so über Zusammenhalt und über irgendwie, dass sie aufsteigen und irgendwie, Aufsteigen. Das was hat er noch klingt. gesagt, dass sie Übermenschen werden wollen oder so? Übermenschen. Das klingt Ich weiß auch alles. nicht. Also jetzt im Nachhinein, wenn man es so nacherzählt, hört sich das natürlich irgendwie alles total komisch an. Aber in dem Moment weiß ich nicht. Es hat irgendwie Sinn gemacht. Es hat irgendwie, weiß ich nicht. Er hatte schon mit dem, was er sagte, auch einen Punkt irgendwie. Nun ist das nicht der Punkt von diesen Blendern, die Leute in irgendwelche komischen Riten und Glaubensrichtungen bringen wollen, dass sie sehr überzeugend wirken können, aber eigentlich gar nicht so viel dahinter steht? Ich überlege kurz, ob ich die Diskussion über Kriege aufmachen möchte, welche Da Glaubensrichtung wie viele Kriege angezettelt hat, kann mich aber gerade noch zurückhalten. Aber man sieht hatten wir schon das kurz diesen Thema. Konflikt in meinem Gesicht. Es war auf jeden Fall sehr seltsam mit anzuschauen und das passt mit der ganzen Situation, die wir da in diesem Dorf gesehen haben, überein. Also. Aber trotzdem, also ich hatte wirklich, als wir dieses Dorf verlassen haben, ich habe kurz überlegt, ob ich bleibe, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, als ob aus diesem Dorf was werden kann, als ob es gerade dabei ist, wirklich zu erblühen und man da seine Träume, Florence, du hattest doch auch so einen Moment, als ob man seine Träume da Erblühen. irgendwie, keine Ahnung, umsetzen Ich weiß auch könnte. nicht, was das war. Ich gucke euch alle drei an. Guck auch zum Doktor. Ich.
Kann ich Cthulhu-Mythos würfeln? Haben wir das nicht alle auf Null? Nee, ich nicht, tatsächlich. Ah ja, interessant. Oh. Interessant. Mach. Ich meine, ohne Grund 26. Oh. Ah, mach. Hä? Ach, deswegen hast du so geringe Stabilität. Ja, das erklärt natürlich alles. Das kommt irgendwo her. Genau. Ja, mach. Scheinbar keine Schade. Chance. Schade. Oh. Die Stadt. Aber. Also, wir können natürlich, auch wenn es mir widerstrebt, weil ich. Aber der Pastor, wir können natürlich einfach mal in Camborne anrufen. Ja. Entweder bei ihrem Mann in der Stadtverwaltung oder im Hotel nebenan. Mhm. Und dann sollen sie ihm die Lage schildern, wie schlimm es da ist. Und dass wir hier sind mit dem Kind. Und dann. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung. Mir geht es ja schon ein bisschen besser, aber. Aber sie alle drei, irgendwas, also ich verstehe das gar nicht. Dieses Dorf ist runtergekommen und unfreundlich und da gehen seltsame Dinge vor und Kinder verwahrlosen, Leute schieben Maden in Kinderwegen umher und sie wollen dort bleiben? Also, das ist ganz, ganz wirr für mich. Aber ja, sie haben das mit meinem Mann anrufen, das ist eine gute Idee. Ich werde mal nachfragen, ob es hier einen Fernsprecher gibt. Da gibt es an jeder größeren Kreuzung, müsste es Fernsprechhäuschen geben, eigentlich. Ja, ich gucke mich mal um. Mhm. Ja. Aber was schon merkwürdig ist, ist, dass wir alle drei. Was ist denn mit Ihnen, Frau Sänger? Sie haben keine merkwürdigen Dinge gesehen? Nein! Also, ich habe weder komische Dinge gesehen, noch hat dieser Ort irgendwie einen besonderen Reiz auf mich ausgeübt. Eigentlich will ich dort, ehrlicherweise will ich dort, seit wir angekommen sind, will ich eigentlich nur hier weg. Ja, wenn jetzt nicht das mit dem Kind gewesen wäre und dass hier offensichtlich schlimme Dinge vor sich gehen. Es ist nur komisch, dass wir alle befallen sind, nur Sie nicht von solchen Gedanken. Ah. Wahrscheinlich ist es auffällig. Der Glaube. Ich war gerade, mir liegt auf der Zunge zu sagen, dass ich mein Glaube einfach stark ist. Ich habe das gerade so gesagt, so ja, mit Sarkasmus triefend. Vermutlich ist mein Glaube stark. Reden Sie doch nicht so einen verfluchten Unsinn. Das hat doch mit Glauben nichts zu tun. Naja, vielleicht doch. Ich bin keine Zweifel. Guck den Doktor an, schau mal, was von Ironie und Sarkasmus gehört. Sie scheinen ja noch nicht ihren Weg gefunden zu haben, so absolut, woran sie glauben möchten und wie ihre Stellung in der Welt ist. Und ich bin mir da ja schon sehr sicher. Vielleicht ist das wirklich ein Unterschied. Das ist doch ganz wundervoll für Sie, Frau Sänger. Frau Müller, seien Sie doch nicht immer so schnippisch. Ich meine das doch nicht wertend oder böse, im Gegensatz zu Ihnen offensichtlich. Und ich stapfe weg und suche einen Fernsprecher, weil ich mir das gerade nicht geben möchte. Ich habe die Frau nicht angegriffen. Wir lassen Sie uns das aufschlüsseln, sage ich zu den beiden anderen Damen. Sind Sie oft unglücklich? Wie bitte? Sind Sie oft unglücklich? Also mit Florence und Lola sprichst du jetzt, ne? Ja, ja, ja. Ich versuche zu ergründen, warum wir befallen sind und sie nicht. Also Laienpsychologie. Naja, also sie wissen ja nun um meine Vergangenheit. Und also, natürlich trägt man sein Päckchen, kann man schon so sagen. Und in einer Stadt in der wir wohnen, in so einem Dorf, wo nur getratscht wird und hinter jedem Rücken irgendwas über alle erzählt wird, vor allem über eine junge Frau, die sich nicht an einen Mann bindet und die auch noch eigenständig ihr Geld verdient, was glauben Sie denn, ob ich glücklich bin? Natürlich bin ich mit meinen Entscheidungen glücklich, aber... Ja, mit Ihrem Lebensumständen halt nicht. Gut, aber da haben wir ja schon was gemeinsam und Frau Schwarz, Fräulein Schwarz, ich weiß ja nicht, aber Sie haben ja sicherlich auch... Also, natürlich bin ich nicht glücklich, wie das aktuell ist. Ich möchte auf die Bühne, ich möchte tanzen, ich möchte ins Rampenlicht, aber bisher ist der Erfolg eben ausgeblieben. Was soll ich sagen? Sehen Sie, da haben wir es doch. Bestimmt ist Frau Sänger einfach nur so glücklich und deswegen stabil und gefestigt in ihrer... Das hat mit dem Glauben alles nichts zu tun. Das halte ich wirklich für abwegig. Aber vielleicht ist es das, wir sind einfach... Na, vielleicht haben wir eine Gruppendepression. So etwas gibt es? Ich glaube nicht. Aber es würde auch nicht erklären, warum wir so schöne Dinge sehen. Vielleicht ich weiß nicht. Wenn ich so unglücklich wäre, ist ja nicht so, als ob ich mir nicht einen Mann hätte suchen können und so weiter, aber ich will es halt einfach nicht. Was soll ich denn damit? Nur weil das irgendein
das Dorf von mir verlangt, weil irgendwelche alten Weiber sich das Maul zerreißen? Weil es sich nicht schickt, keinen Mann zu haben in meinem Alltag, keine Kinder in die Welt zu setzen? Nicht jeden Sonntag in die Kirche zu gehen? Und deswegen bin ich unglücklich? Nein. Reden Sie weiter. Ich spüre aufgestaute Aggressionen. Auf einmal bist du zum Psychologen geworden. Ich habe einen nicht unbeträchtlichen Wert in Psychologie tatsächlich. Ja, aber das ist interessant. Das ist ja eine freie Wahl. Und wenn es mir dann, wenn ich angeblich unglücklich wäre, dann hätte ich doch eine andere Wahl getroffen. Mich kotzen nur Weiber an, die sich irgendwie in ihrem Leben nichts Besseres haben, als sich das Maul über andere zu zerreißen. Schlimm, schlimm, ja. Ich glaube, so ist das nun mal, Paula, bei uns beiden. Wenn man Karriere machen will, wird man in der heutigen Gesellschaft einfach links liegen gelassen. Furchtbar. Die moderne Welt kann einen schlimmen, kann schon anstrengend sein. Sagen Sie, also ich bin alt. Ich meine, was vielleicht ist Sie, die Welt geht? Noch nicht modern genug. Ja. Für Frauen wie Florence und mich. Muss alles wie bei Frau Sänger funktionieren. Reden Sie sich ruhig alles von der Seele. Ich bin Arzt, ich habe eine Schweigepflicht, ich bin zwar kein Therapeut, aber vielleicht hilft Ihnen das. Und dann. Ne, und bloß keinen Job, bloß kein eigenes Geld, bloß nicht unabhängig sein, schön ihren Mann haben und im Zweifel zum Mann laufen und fragen, wie man alles handhaben will. Und die arme Martha hat doch niemandem was getan, ey. Du bist gerade gar nicht da, du hörst du zum Glück apropos, nicht. Deswegen rede ich ja dritte Person hier. Ja. Aua! Apropos, deine Telefonzelle wurde gefunden. Und yeah. Wen willst du anrufen? Ja, mein Mann. Ja, dann nimm da ab. Das Büro des Bürgermeisters, der Bürgermeister persönlich. Was kann ich für Sie tun? Ich erfülle jeden Wunsch. Hallo, ich bin's. Oh! Ja. Ich hab dich schon vermisst. Ja, ich dich auch. Ach, weißt du, das ist ganz furchtbar, ne? Der Pastor hat uns ja losgeschickt. Ja. In dieser Geschichte. Ist das wirklich wichtig? Er war schon bei mir wieder. Er braucht eine Lösung. Die Bolschewisten. Ja, also in Hubüttel gibt es keine Bolschewisten. Das ist Schwachsinn. Denn? Was denn? Es wirkt, also ich habe das Gefühl, dass in Hubüttel so eine Art, das klingt jetzt total verrückt, aber es scheint so eine Art heidnischer Kult da aufgekommen zu sein. Auf jeden Fall werden da irgendwelche seltsamen Predigten im Moor abgehalten und die Leute drehen durch. Wir haben gerade ein Kind mit hohem Fieber ins Krankenhaus gebracht, ja, und wir haben ein Ehepaar gefunden, das einfach tot bei sich im Bett lag und eine Frau, die in einem Kinderwagen, das kannst du dir nicht vorstellen, die in einem Kinderwagen Maden herumfährt Also auch der Herr Doktor und die Frau Müller und die Frau Schwarz, die haben sich auch ganz komisch angefangen zu verhalten, als wir das Dorf verlassen haben. Und sind, also gerade die Frau Müller ist diesem komischen Glauben nicht mehr wirklich abgeneigt. Ich weiß gar nicht mehr, was hier los ist. Also ich verstehe die Welt wirklich nicht mehr. Und hier, da muss was passieren und da ist es gefährlich. Bist du dir sicher, dass nicht die Bolschewisten irgendwelche Drogen ins Wasser mischen oder in die Luft oder... Naja, also es wirkt mir für mich eher wie eine andere Religion. Und die Bolschewisten sind meines Wissens ja eher so generell so gegen die Religion. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Bolschewisten gerissen, damit was zu tun haben. Schatz, die sind gerissen. Ja, keine Ahnung, da müsste das müsste der Herr Doktor beurteilen. Aber niemand von uns hat Wasser getrunken von der dort. Der Pastor verlässt sich auf mich und auf euch. Also auf euch. Also sollen wir das jetzt wirklich machen? Was sollen wir denn tun? Niemand. Es muss doch ein Grund geben. Und... Ja, der Herr König ist der Grund. Der macht alle Leute dann untersucht ihn genauer. Du kannst sowas doch. Du bist gerissen und du bist ein Wahnsinn, eine Bombe. Das weißt du doch selber. Wow. Wenn du etwas willst, dann kannst du es erreichen. Ich hab nur Hallo, was... Frau Kruse, ich bin gleich bei Ihnen. Frau Kruse, Ihr Termin, aber ich habe noch ein bisschen. Aber es könnte ein bisschen also ich habe irgendwie gefährlich. Ein bisschen... Ich bin mir nicht sicher. Kannst du nicht, also wenn ich mich vielleicht, wie viel Uhr ist denn jetzt eigentlich gerade? Später Nachmittag. Okay, wenn ich mich bis heute um 20 Uhr nicht gemeldet habe,
Kannst du dann einfach komm ich vorbei, natürlich. Ja, bitte, bitte, wirklich. Ich weiß nicht, was wir da noch zu erwarten haben. Nach Hubüttel, ja? Ja. Das mache ich. Okay. Ich liebe dich, Schatz. Ich dich ab. Ja, Frau Kruse, er redet schon mit Frau Kruse. Das ist wirklich schlimm, was ihm da passiert ist. Ein Backstein vom Dach gefallen. Ja, und dann liegt er vergisst das Auflegen, was du auch kurz hörst. Ja, ich hänge auf. Frau Kruse, beruhigt. Das erste Mal. Ich seufze und gehe zurück zu den anderen. Hör wahrscheinlich noch Paula rumschimpfen. Über diese scheiß konservativen Frauen mit ihrem konservativen Weltbild. Jawohl. Fange gerade an mit erzählen Sie mir von ihr. Darüber, wie die Gesellschaft. Man soll doch jeder so machen, wie er ist, aber warum muss man seine Nase in andere Leben stecken? Der Doktor, warum kann man sie nicht andere, mir der von. Andere Doktor kommt. Also, hier liegt ein krankes Kind. Könnten Sie bitte ein bisschen leiser reden? Alles ja. Ich dachte, das liegt weiter weg. Ich wollte jetzt nicht vor dem Zimmer direkt rumpöbeln. Ich glaube, ihr habt einfach losgelegt. Ja, aber ich dachte... Sie mir von Ihrem Vater. Egal. Also, wir müssen da wohl nochmal zurück. Wir können das doch so nicht stehen lassen. Und der Pastor kriegt weiterhin die Krise. Und dann soll er sich doch darum kümmern. Aber was sollen wir denn dort tun? Wir waren schon da, wir haben mit allen geredet. Wir konnten nichts machen. Vielleicht müssen wir doch nochmal mit Herrn König reden. Oder wir... Ich meine, Frau Müller, Sie waren doch gar nicht so uninteressiert an dem, was er gesagt hat. Wenn Sie nochmal vielleicht... Also bei allem nötigen Respekt. Aber Sie waren doch diejenige, die gesagt hat, was für einen furchtbaren Einfluss diese Stadt auf uns hat. Und jetzt sagen Sie, nachdem sie mit Ihrem Mann gesprochen hat und er Ihnen gesagt hat, dass wir da nochmal hinfahren müssen, dass wir unbedingt nochmal zurück müssen? Sie wollten doch da keinen Fuß mehr reinsetzen. Sie haben doch gesagt, dieses Dorf hat einen furchtbaren Einfluss. Sie wollten nicht mehr ein Wort mit diesem Pseudo... Will ich auch nicht. Das hat ja nichts... Aber der Punkt ist eben, wenn sich niemand... Irgendjemand muss sich um dieses Dorf kümmern. Sonst... Wir wissen ja nicht, wie viele Kinder hier noch sterben könnten potenziell oder wie viele Bewohner hier noch sterben könnten, wenn sich die Situation nicht ändert. Und wir waren jetzt nun mal schon mal da und haben uns ein Bild machen können und wir müssen ja eh zurückfahren. Und Ihr Mann und der Pastor halten uns für die richtigen Leute, die das in Angriff nehmen. Uns Frauen. Anscheinend, ja. Mhm. Also mein Mann hat schon immer viel Vertrauen in mich gesetzt und der Herr Pastor ja auch. Wieso wirkt aber auch eher so, als ob sie die Arbeit, die sie selbst nicht machen wollen, auf uns abschieben, wenn man es mal so ausdrücken möchte, ja? Das ist jetzt Ihre Interpretation davon, diesen Eindruck habe ich für meinen Mann bislang nicht gewonnen. Ja, hat er denn und konkret ich gesagt, was wir machen sollen? Als Hat er denn konkret eine Idee gesagt, was wir machen sollen? Nicht wirklich. Wir sollen uns drum kümmern. Ich kann nicht immer König reden oder der Sache auf den Grund gehen, der Ursache auf den Grund gehen. Ich bin immer noch ganz schwach. Herr Friedrichs. Ja, das ist vielleicht auch das Alter. Vielleicht sollte ich wirklich mich zur Ruhe setzen. Haben Sie nicht irgendein Medikament, das Ihnen dabei helfen kann? Ich habe doch schon das Heroin genommen. Sie haben doch so viel dabei. Sie haben Heroin dabei? Vielleicht noch ein Upper statt dem Downer. Ja, das ist, warum sollte ich keinen? Ich bin Arzt, natürlich habe ich Heroin dabei. Das ist ein frei verfügbares Medikament. Der andere Arzt ruft bei. Und das modernste auf dem Markt. Ja, alle, die da gegenreden und von schlimmen Nebenwirkungen reden, sind Quacksalber. Ich gebe dir nicht. Was haben Sie für Beschwerden? Wir haben uns doch gerade eine halbe Stunde darüber unterhalten, was für Beschwerden ich habe. Ja, Depressionen und Hysterie hier, bitteschön. Hier, Stimmungsaufheller. Dankeschön. Hier auch mir die Pille rein. Ja. Also, wie gesagt, ich mache mir nur Gedanken, dass halt noch mehr Kinder dort sterben können oder Leute einfach in ihren Betten verhungern und nicht mehr aufstehen oder... Aber ist das dann nicht ein Job für, keine Ahnung, Polizei, Militär? Militär? Jetzt malen keine Sie mal Ahnung. Den Teufel nicht an die Wand. Wissen Sie noch, wie wir im Haus von Herrn König, da war doch diese Tür, die verstellt war, wo er von diesem Rattenproblem geredet hat. Was ist, wenn da gar kein Rattenproblem ist, sondern der dort vielleicht irgendjemanden festhält, irgendjemand, der ihm unliebsam geworden ist oder ähnliches. Und dann hätten wir auch einen Grund, die Polizei zu verständigen, wenn wir irgendwas gegen ihn in der Hand haben, dass er vielleicht was Verbotenes tut. Mhm. Hey.
Das also ist die einzige Idee, die ich habe, weil ich kann den Leuten, ja, wir können ja den Leuten nicht verbieten, zu glauben, was sie wollen. Wir können den Leuten nicht verbieten, in ihrem Bett liegen zu bleiben. Es sei, also jetzt das mit der Kindeswohlgefährdung ist natürlich eine andere Geschichte, aber wir können auch jemanden, der humpelt, nicht verbieten, für die Olympiade zu trainieren. Aber es ist trotzdem alles seltsam. Oh nein. Was? Mein Diacetylmorphin ist alle. Also mein Heroin. Also Frau Sänger, bleiben Sie so gesteckt und robust, wie Sie sind. Und dann. Also, okay, dann. Gut, ich ist ja ein Punkt. Wir können die Kinder da nicht einfach zurücklassen, in was auch immer Kinder. Da vor sich geht. Ich würde gerne ein Nickerchen machen. Das können Sie auf der Fahrt machen. Ja, aber ist nicht die Frage, wenn wir in dieses Haus wollen. Ich versuche mich mal zurückzuerinnern, wann ungefähr hat dieser Gottesdienst stattgefunden, uhrzeittechnisch? Habe ich das irgendwie auf dem Schirm? Ah, das war mittags, später Mittag, früher Nachmittag, zwei. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll? Es ist ja nicht heute, ist ja nicht Sonntag, ne? Oder doch? Doch, heute ist Sonntag. Blöderweise ist heute Sonntag. Dachte, es ist einfach jeden Tag eine Routine, dass die sich da versammeln. Könnte auch sein. Wir könnten halt darauf pokern, dass die halt jeden Tag so eine Versammlung abhalten. Und dann sollten wir tatsächlich die Nacht vielleicht irgendwie uns ausruhen und am nächsten Tag zur gleichen Zeit dort sein, weil es sind ja dann alle Häuser verlassen. Und dann hätte man die Möglichkeit, diese verstellte Tür da mal zu untersuchen. Das ist natürlich auch ein sehr guter Gedanke, ja. Ja? Ja. Dann würden wir erstmal wieder nach Hause fahren und morgen wiederkommen. Ich denke, das ist vielleicht nicht verkehrt. Dann können wir nur hoffen, dass bis morgen nichts groß passiert. Aber ja, dann kann ich mit meinem... Dann... Ja. Ja, aber also das Kind, wo Bedenken im Raum stand, das haben wir da ja schon rausgeholt. Und sonst wurde ihm, dem anderen Arzt, ja nichts zugespielt. Und ich glaube, also die werden schon was gesagt haben sonst. Er hatte ja da seine Informationsquellen. Ja. Also. Wir fahren zurück nach Camborn. Genau, wir ruhen uns jetzt erstmal die Nacht aus. Gut. Und wir gehen morgen früh hin. Und dann sollten Sie Ihre Vorräte nochmal aufstocken, Herr Doktor. Man weiß nie, wozu man es brauchen kann. Man darf das nun auch nicht übertreiben. Das ist ein potentes, ja, also ein ach, gutes, das wird aber schon potent, alles. Sehr potentes Mittel. Also ja. Das sollten Sie nicht essen wie Zucker. Ja, ja, ja. Denn das sehen wir bei Morphinen auch. Also ich meine, das ist ja ein Morphin, aber alle Morphine haben halt diese. Ja, also keine Sorge, wir nehmen das nur so ein bisschen Notfall. Die Schulter. Wir kriegen das schon hin. So, und also ab nach Hause. Ja. Und ich gehe Richtung Ausgang. Ja, okay. Ich verfrachte den Doktor auch wieder. Ich fahr uns zurück nach Camborn. Dann sagt mir doch bitte einfach alle einmal, wie ihr den Restabend und morgen, bis ihr euch wieder verabredet, jeweils einzeln wahrscheinlich verbringen werden. Ich werde natürlich, nachdem ich den Doktor abgesetzt habe und wieder zu Hause bin, ich werde wahrscheinlich in die Kirche gehen, beten, weil ich den Gottesdienst verpasst habe und das Gefühl habe, nach diesem beschissenen Tag brauche ich das, weil das mich alles sehr aufgewühlt hat, auch das mit den Kindern und so und die Diskussion mit Frau Müller. Und danach werde ich nach Hause gehen und werde nochmal mit meinem Mann reden, wenn der dann nach Hause kommt und ihm nochmal erzählen, was genau da so alles vorgefallen ist und wie seltsam das ist und dass ich mir da wirklich Sorgen mache, was da passiert. Aber ich nehme an, der wird mir nicht ausreden, da wieder hinzugehen, weil sonst haben wir ein Problem. Er lobt deinen Mut. Ach, das, natürlich. Ja. Ah. Endlich kannst du zeigen, was in dir steckt. Er unterstützt mich. Mhm. Wundervoll, ja. So ein moderner Mann. Ihr habt ein Kind gerettet. Er ist stolz. Wir haben ein Kind gerettet, ja. Genau. Ja, genau, da bin ich dann auch schon am Überlegen, ob wir das nicht vielleicht adoptieren könnten oder so, wenn das nicht zu seinen Eltern zurück kann, weil die es so schlecht behandeln und so weiter, wenn es wieder fit wird, so bevor es ins Waisenhaus kommt, da rede ich mit ihm so ein bisschen drüber.
weil das bei uns ja nicht klappt und ich mir da Gedanken mache und und ja, genau, wird halt einfach gucken, was der nächste Tag dann bringt. Also werden sehr aufgewühlt schlafen gehen. Lawrence? Wie viel Uhr sind wir ungefähr wieder zurück? Acht, halb neun vielleicht letztendlich so. Ja, also ich gehe wahrscheinlich auch zu meiner Wohnung zurück und ich habe da so ein, ich sag mal so ein Tisch mit Spiegel stehen, wo ich dann auch noch so ein paar Bilder hängen habe, so von Inspirationen, wie ich mein Leben mir gerne vorstellen würde. Und bin sehr in Gedanken darüber, was ich heute gesehen habe. Das hat mich nochmal sehr aufgerüttelt tatsächlich. Und ich setze mich an diesen Tisch und sehe auch das Schmuckstück von meiner Familie und bin einfach total depressiv, doof gesagt, an dem Abend. Nimm mir eine Flasche Wein und eine Zigarette und setze mich eigentlich nur hin und lass den Abend ausklingen mit sehr negativen Gefühlen. Du sitzt da, starrst irgendwie das an und trinkst deinen Wein und ich glaube mal würfeln vorher. Mach mal ein verborgenes Erkennen, ist das glaube ich Wahrnehmung, gibt es hier nicht verborgene. Nein. Ich muss das mal größer machen. Ah ne, ich kann das gar nicht. Ist das das da? Ich glaube ja. War das richtig? Ich darf nicht gut würfeln. Ich darf nicht. Das ist den Reroll, glaube ich, vielleicht wert, aber nein. Du greifst dann so in Gedankenflur zu deinem Weinglas, setzt es an und dann merkst du schon, irgendwie ist das kein Wein, der da ganz komisch sieht das an deinen Lippen an, du lässt das, guckst es an und dann siehst du, wie aus deinem Weinglas, das ist voller Maden und sie quillen da so raus und du hattest die gerade am Mund und lässt das wahrscheinlich erschrocken fallen und eine Riesenpfütze Wein bildet sich und es sind aber keine Maden mehr da. Ja. Aber du hast trotzdem das Gefühl gerade, dass es an der, dass du direkt vor dir hattest, teilweise im Mund und ja, kannst auch nochmal. Ja, ich bin total erschrocken und starre dieses Glas einfach nur an, hab mich und hock mich sofort hin und will es aufheben, schneide mir dabei dadurch, dass ich so gehetzt bin und aufgewühlt in die Hand noch und sehe nur, wie dieses Blut runtertropft und bin total fertig mit den Nerven, wisch das, versuch's wegzuwischen und wegzupacken und ich bin total fertig, mir laufen so leicht Tränen noch übers Gesicht und ich will einfach nur noch schlafen gehen. Oh, Arme! Paula! Ja, also ich werde ja wahrscheinlich im Dorf den ein oder anderen Mann oder vielleicht auch aus Städten weiter weg haben, den ich eventuell für einsame Stunden mal informieren kann, dass sie nicht mehr so einsam sind. Ja. Das würde ich an diesem Abend auf jeden Fall machen, weil ich bin ja auch noch ein bisschen aufgeputscht von den Medikamenten, das mir gerade der Doktor gegeben hat und überhaupt auf 180 eigentlich auch immer noch wegen dieser ganzen vermaledeiten, konservativen Hacksweiber, die in diesem Dorf sind. Und, ja, würde mir auf andere Weise entsprechend den Frust von der Seele. Ja. Wir wissen, was du meinst. Okay. Und der Doktor. Abbauen, Stress abbauen. Und der Doktor. Stress abbauen. Der Doktor geht in sein Haus. Geht schnurstracks an seiner Ehefrau vorbei. Also ohne sie auch groß anzugucken. Weil trau dich, geh gleich ins Bett. Das war ein harter Tag. Und dann würde ich die Treppen hoch ächzen. Und mich vors Bett stellen und wie das so ist, ganz fein säuberlich die Weste, also das Jackett natürlich, also die Jacke meine ich, also die Anzugjacke und dann das, also das die Weste und die Ärmel aufknüpfen und alles fein säuberlich hinlegen und dann drehe ich auf dem Bett zusammen. Also. Und dann kann ich nicht schlafen wegen dieses verfluchten Heroins. Wenn ich Pech habe. Aber ich mache nichts, ich liege da einfach nur und versuche irgendwie zu schlafen. Ja, und dann würde ich sagen, am nächsten Tag wahrscheinlich habt ihr euch wieder in einem, wo immer ihr auch letztes Mal in einem Diner oder wo ihr euch getroffen habt, in dem Frühstücks, in einem, keine Ahnung, Restaurant, was war das? Ja,
Ja, Also das ihr war euch wahrscheinlich wieder so ein treffen, ne? Restaurant. Haben wir jetzt Magiepunkte dazu gekriegt? Nein. Nein? Nein. Oh Oh Gott, ich bin quasi handlungsunfähig. Nein, bist du Nein, nicht. bist du nicht. Nein, Du nein, nein. darfst nur nicht noch Nö. mehr verlieren. Gut, ich habe Ja. nicht geschlafen. Ich sehe aus wie der Tod. Und ich hab so ein schnell, ver also die Wunde habe ich einfach schnell mit irgendeinem Stofffetzen verbunden, den ich hatte. Und dann taucht dann da auch mit Augenringen auf und Ich habe auch nicht viel etwas geschlafen. fertig aus. Trotzdem sehe ich ein bisschen zufriedener aus als noch am Abend vorher. Nun denn, wollen wir uns auf den Weg machen zurück und die Raider Hallo, ich heiße begrüßen. durch den Hallo! Lama. Willkommen in Kamborn, in der Stadt, wo es allen gut geht. Ja, Ja. aber Wunderbar. in Hubüttel sieht es scheiße aus und da gehen Dort wir jetzt wird es hin. allen gut gehen. Da wird es irgendwann allen gut gehen und da gehen wir jetzt wieder hin. Ja, also wollen wir einfach losgehen in der Hoffnung, dass wir diese seltsame Messe nicht verpassen oder irgendeinen Moment abpassen können, wo dieser Herr König nicht in seinem Haus ist. Also ich weiß nicht, ob ich Ihnen Und da wirklich bei zu Hilfe sein kann, also aber behilflich, aber ich tue natürlich mein Bestes. Ich weiß zwar gar nicht genau. Ich kann sie ja unmöglich alleine dahin gehen lassen. wir wissen ja alle nicht, was uns. Kann eine von Ihnen, kann eine von Ihnen Schlösser knacken, zufällig? Weil ich weiß nicht, ob wir da reinkommen ohne. Also ich habe Haarnadeln dabei, ich weiß nur nicht, was ich damit machen soll. Also ich habe es Ich jetzt noch kicher so nie ein bisschen versucht. irritiert. So ein bisschen Aber mal schauen. schräg. Schlösser knacken, Sie sind ja lustig. Ich meine, wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, wie wir in das Haus kommen. Wobei ja Können wir nicht ein bestenfalls. Brecheisen mitnehmen? Meine Damen, Haben Sie Sie. sind ja, es ist ja abenteuerlich mit Ihnen. Ja, das kann. Die ganze Aktion wird Nun, im Notfall kann man abenteuerlich. sich mit so einem Brecheisen auch ausgezeichnet bewaffnen. Haben Sie Und ich sowas würde nicht in Ihrem losgehen Auto und würde ein vielleicht? Brecheisen suchen. Vielleicht Was kann kann sowas Herr das? König auch einfach ablenken, während die anderen nachgucken gehen. Ja, als nächstes fragen Sie nach einer gerichteten Sprengladung oder etwas ähnlich Skurrilem. Nein, nein, nein. Das ist ja so absurd. Aber ich finde, das ist gerade keine schlechte Idee, dass wir etwas mitnehmen, mit dem wir uns verteidigen können, wenn wir das jetzt schon. Vielleicht einen großen Schraubenschlüssel. Sowas haben Sie doch sicher in Ihrem Auto, Herr Doktor, oder? Selbstverständlich, es Ja. ist ein Benz. Ja, sehr gut. Dann, das ist doch auch schon mal ein Anfang. Damit kann man notfalls vielleicht auch irgendwas Mit aufhebeln. einer Delle. Finde ich ein Brecheisen. Ich Ja, es Frau gibt. Schwarz, dass Sie jetzt auf die Kerbe wieder, das ist Naja, es gibt aber jetzt nicht wirklich Auto allgemein. verliert damit nun einfach an Wert. Ja, das stechen Sie weiter in die Wunde. Auf die Kerbe vor allem wieder. Dieser verfluchte Doktor, der Ohne Sahne. diesen Herrn Doktor hätten wir das Mädchen nicht retten können. Was? Er hat uns doch gesagt, dass das Kind krank ist und dass wir ihm helfen müssen und ne? Ja, aber nur weil der Quacksalber das nicht selber hinbekommen hat. Also, Sie müssen das so Also, sehen. Uns wir würde es waren zu allen besser viert, er gehen, wenn er war seinen Job alleine. gemacht hätte. Ich Ach, meine, aber wenn das ist man, ein also junger wenn, Mann im. wenn man uns eine Schrotflinte ins Gesicht gehalten hätte, ich weiß ja nicht. Was? Schrottler? Ja. Ja. Naja, gut. Also tun Sie Ihrem Kollegen da mal kein Unrecht. Also ich Er ist komme ein zurück und habe ein Quacksalber. Brecheisen. Das ist sehr gut, Frau Müller. Ja, hast du im Werkladen gekauft. Okay, Was also. machen Wollen wir einfach, weil wir wissen eh nicht, was dort vor sich geht und ich habe das Gefühl, wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf geht's. Ich würde sagen, wieder Ja. in zwei Autos, nur für den Fall. Fahren Sie, Herr Doktor, oder soll ich wieder fahren? Wollen wir eventuell die Autos aufteilen im Sinne von, dass einer etwas weiter außerhalb des Dorfes stehen bleibt, vielleicht irgendwo ein bisschen versteckter das Auto versteckt und nur mit einem Auto ins Dorf Das ist reinfahren? vielleicht eine gute Idee. Vielleicht Weil da, wo dann der können wir, Baum falls war. unser Auto nicht mehr erreichbar ist, wirklich auch zu Fuß zu dem anderen Auto fliehen. Ihr wisst, wie ich meine. Das ist ein guter Gedanke, Frau Müller. Mir ist diese ganze Kiste nämlich nicht geheuer. Ich sag's, Mir wie es auch ist. nicht. Mir auch nicht. Absolut nicht. Und irgendwie scheint niemand außer uns das Problem wirklich ernst zu nehmen. Weißt du, Ja. Na, und Sie der wollen Pfarrer. Aber jetzt. der Pfarrer hat nur Angst vor den Bolschewisten. Jetzt. Der hat vor seinem Statusverlust Angst. Das ist das Einzige, wovor er Angst hat. Naja, Sie gut. wollen jetzt also tatsächlich
Also sie meinen, es gibt Ärger. Wir fahren davon da jetzt gehe ich hin. Aus. Ja. Oh, dann gehen wir noch mal. Fahre ich noch mal kurz bei mir zu Hause vorbei. Was machst du? Warum denn? Ich habe noch Sachen, die ich noch nicht vergessen habe. Was denn? Meine Medizintasche. Ja, die sollten Sie mitnehmen. Oh. Hm. Die besondere Medizintasche. Gut. Sind Sie denn alle so weit? Ja. Wir haben ein Traumschlüssel, wir haben ein Brecheisen. Ich habe noch so ein kleines Messer dabei, weil ich das eigentlich immer mitnehme für den Fall, dass bei irgendwelchen Auftritten in jetzt vielleicht auch nicht ganz angesehenen Sachen irgendwelche männlichen Mitgesellen einem zu nahe kommen. Ach du meine Güte, um was man sich alles Gedanken machen muss, nicht wahr? Katastrophe. Katastrophal. Dann würde ich bei mir zu Hause vorbeifahren, würde nochmal reintraten, mir meine Medizintasche holen und würde unterm Bett meine Schachtel, meine große, mein Koffer, meinen Abschließbaren rausholen und meine alte Amid-Pistole da rausholen und die einpacken in die Arzttasche. Mhm. Und dann gehe ich nochmal zurück und hole auch noch die Munition dafür. Mhm. Die hätte ich sonst vergessen. Ich frage währenddessen Martha so, sagen Sie, Frau Sänger, hat Ihr Mann eigentlich irgendetwas gesagt, das für uns dabei rausspringt, wenn wir jetzt dem weiter nachgehen? Also, Ruhm, Ehre und Anerkennung. Nun ja, ich würde ja schon sagen, dass wir uns in Gefahr begeben, da könnte man doch meinen. Also wir haben jetzt darüber nicht geredet, aber selbstverständlich. Ich werd dafür sorgen natürlich, dass wenn das alles gut läuft, und also natürlich werde ich mich darum kümmern, dass sie dafür auch was bekommen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, auch wenn wir darüber jetzt nicht ausdrücklich geredet haben. Na, das ist doch schön zu hören. Aber klar, natürlich. Ja, immerhin. Dann tritt so eine betretenes Schweigen ein, solange so bis der Doktor wieder der da Doktor ist. Doktor so lange. Der schon wieder draußen ist und dann wieder hoch rein, um die Munition zu holen. Und verzögert was sich alles. Was tut er denn da? Hm. Und wann wollt ihr jetzt genau da sein? Was ist euer Plan? Na, so früh wie möglich halt. Wenn der Herr Doktor da ist, geht es nur straks. Nee, aber ihr hattet ja überlegt, zu diesem Gottesdienst, also ja, so zur gleichen Zeit. Okay. Also wenn noch. Ja, also ein Stück früher, weil wir also das Auto mit parken und dann irgendwie verstecken und dann zusammen ins Dorf reinfahren mit einem Auto und so weiter. Genau. Ja. Das heißt, ihr wollt im Grunde vor dem alle laufen aus den Häusern schon im Ort sein. Mhm. Ja. Okay. Aber halt möglichst unauffällig. Mhm. Ja. Aber ja. Und das aber, eine. Ja, aber. Auf dem Weg dahin würde ich nochmal einwerfen wollen. Also wir sollten versuchen, es so abzupassen. Erst wenn wir vielleicht aus der Distanz diese Glocken hören, erst dann ins Dorf zu fahren. Ja, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ist vielleicht auch besser, wenn wir den guten Herr, wie hieß der nochmal, Herr Becker nicht antreffen. Ja. Achso, der Herr Becker? Das war der Keinen. Arzt. Möglichst niemanden sollten wir antreffen. Deswegen vielleicht erst, wenn das Glockengeläut einsetzt. Einen Moment noch warten. 21, 22, 23 und dann in die Stadt fahren. Was hat denn das mit dem Glockengeläut zu tun? Na, dann gehen die doch alle los. Da war doch diese Glocken, oder nicht? Ja, Glocken und dann sind alle ins Moor gelaufen. Ein Glockenschlag. Und jetzt stellen Sie sich. Oh gut. Also, wenn irgendjemand etwas merkt, dass sich etwas komisch anfühlt, dann sagen Sie bloß Bescheid. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist, so heben Sie die Hand, sagen Sie, oh weh, irgendwie sowas. Ja, also wenn sich irgendjemand von Ihnen komisch fühlen sollte, sollten wir das alle wissen. Okay, ich verstehe zwar noch nicht genau, was hier passiert, aber ja. Und also ich fühle mich komisch, weil wir hier gerade in unseren Selbstmord fahren. Jetzt malen Sie doch bitte nicht den Teufel an die Wand. Teufel an die Wand, das aus Ihrem Munde zu hören. Naja, ist ja so. Vielleicht hat der Teufel ja sogar hier seine Finger im Spiel. Wer weiß das denn schon so genau? Aber, ach, Frau Sänger, den Teufel gibt es doch gar nicht. Sagen Sie sowas es gibt nicht. Und dann sage ich ganz klar, es gibt viel schlimmere Dinge. Ja, der Teufel ist eine Metapher für alles auf der Welt, was böse ist. Aber Sie wissen, was ich meine. Ja, es gibt schon Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können, das ist richtig. Genau. Gut. Schlimme Dinge. Ja. Also. Ihr hört den Glockenschlag. Mhm. Und wir fahren. Dann. Wir warten ein bisschen.
Martha. Genau, ganz kurz warten und dann... Oh nein, ja. Ich hätte gerne einen geistigen Stabilitätswurf von dir. Nur von mir diesmal? Ja. Was? Weil wir alle schon verzaubert wurden. Punktlandung! Ich hätte gerne eine Konsti-Probe von dir. Ein einfacher Erfolg reicht. Boah! Okay, du hast absolut keinen Bock auf die Scheiße, die ich habe. Oha! Hier. My faith is strong, Gott ist bei mir. Ich denke schon nicht ein. Ja, und, warte, ich muss das mal wieder einblenden, sonst kriege ich Ärger hier. Ja, ein kritischer Erfolg war das, Leute. Es war ein kritischer Erfolg auf Konstitution. Ihr habt es nicht gesehen, aber jetzt seht ihr es. Florence, du verlierst 9 Magiepunkte, wenn du keine 9 mehr hast, tatsächlich einen Trefferpunkt. Ja, ich, ja. Paula, warum würfelst du so hoch? Also 8, also das, was ich jetzt habe, minus 8 und dann das, was übrig bleibt, als Trefferpunkte. Ja. Nee, Tom, blick schon. Hat jetzt, hier schon jemand eine schwere Wunde? Jetzt kill ich dich instant, hör mal auf. Okay, okay, dann 6. Geht ja mal eben die Hälfte meiner Lebenssinn also, verloren. Das beginnt genau in dem Moment dieses Glockenschlages. Spüren bis auf Martha alle drei, ich weiß nicht, haben alle drei Trefferpunkte verloren? Ja. Ja. Das sind keine offenen Wunden. Oh Gott. Das ist Schmerz, den ihr innerlich empfindet. Genau. Ach du Scheiße. Also Herr Doktor, mir geht's nicht so gut. Was ist denn mit Ihnen los, Herr Wissen? Ich glaube, diese Glocke. Was ist denn auf einmal los? Was ist denn mit Ihnen? Was haben Sie denn alle? Herr Doktor, ich halte wieder die Hand. Haben Sie schon wieder einen Schwächeanfall? Diesmal ist es ernst. Diesmal ist es ernst. Ich kann ich Herzmaß. Ja, ich habe erst eine Hebe 30. Ich könnte klar. Ich versuche dich so. Herzmassage nur am. Okay. Wichtig ist, wenn man eine Wiederbelebung durchführt, dass die Person vorher ohnmächtig ist und ohne Vitalzeichen. Okay. Sonst ist das absolut kontraindiziert. Ja, das, ich weiß schon. Ich verstehe, aber ich meine, wenn Sie jetzt. Okay, Sie können mir noch erklären, wie das funktioniert. Ich glaube, Sie sind in Ordnung. Beim Herzinfarkt hilft mir die. Wir haben doch bestimmt noch so eine Tablette. Da. Also bei, so eine Tablette hilft. Bei Florence bestimmt. Ist das ein minimales Druckgefühl im Kopf. Und bei Paula, ja, so mittelschwere Kopfschmerzen, ne? So kann man es vielleicht ausdrücken. Mhm. Und der Doc fühlt sich wirklich, also du hast wahrscheinlich keinen Herzinfarkt, aber ich fühle mich so, als würde ich einen. Das war vielleicht eine Panikattacke bei Ihnen oder das, so etwas. Ich bin Arzt, junge Dame, glauben Sie mir wirklich. Das könnte ein leichter Herzinfarkt gewesen sein. Oh, dieser Schmerz in der Brust. Das war wirklich kein Schlaganfall. Dass wir in Hörreich Walte waren von diesem Glockenschlag. Ich hebe beide Arme und versuche beide. Ja, nein. Also ja. Schmerzen auf jeden Fall. Könnte Herz okay. Schlimm. Schlimm. Es kann auch nicht sein, dass es uns auf einmal so schlecht geht. Der Doc war ja eh nicht am Steuer. Wer hat denn. Nee, das... Ihr habt ja doch gewartet schon, ne? Also ja, genau, wir haben in einem Auto gewartet, weil wir ja zusammen los wollten. Also hat Martha wahrscheinlich saß Martha am Steuer. Ja. Das ist doch ausgezeichnet, dann können wir das schon mal fahren. Genau, sind Sie denn wahnsinnig? Wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Die gehen jetzt alle zu ihrer komischen Messe ins Moor. Und wir. Was? Haben alle wieder außer Ihnen irgendwelche merkwürdigen Schmerzen oder komischen Dinge gehabt? Also, mir geht's wunderbar. Ich habe nichts gespürt. Und die beiden anderen, hatten sie auch Schmerzen oder ähnliches? Ich sagte doch, mir geht's komisch. Ja, Schmerzen also, ich wollte das so doch ein... so dringend wissen. Ich krieg schon wieder so einen Kopfschmerzanfall. Das ist nicht normal. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Und wir gehen jetzt in das Haus von dem König und finden raus, was da nicht stimmt. Wir sollten zur Kirche gehen. Zur Kirche? Nein, wir wollten doch diese Tür. Und dafür sorgen, dass diese Glocke nicht mehr läuten. Das ist auch ein sehr guter Gedanke. Aber wir vielleicht zünden wir sie an. Vielleicht sollten wir es aufteilen. Wir zünden ganz sicher keine Kirche an. Bräuchten wir den Sprengstoff nicht, wa? Frau Sänger. Wir wenn die Glocke dafür verantwortlich ist. Frau dann klauen Sänger, wir die, dann machen wir die Glocke vielleicht. Warte kurz, in dem Moment fahrt ihr auf, das ist so eine schöne Szene, ihr fahrt auf das Dörfchen zu und Martha, die fährt auf dieses radikal verrottete Dorf zu und die anderen drei fahrt zumindest für einen kurzen Moment auf dieses florierende, schon fast Stadt zu, wo die Leute durch die Straßen gehen, wo ihr seht euch in den Ämtern und ihr fühlt, wie ihr in Hubbüttel zu neuer Kraft kommen könnt.
Und kurz vorm Ortseingang, aber ist alles wieder wie vorher. Dann tut's wieder weh, der Kopf schmerzt und es ist wieder Hubbüttel, wie es immer ist. Hässlich. Ach, also, ich wollte nur sagen, wenn die Glocke wirklich dafür verantwortlich ist, Frau Sänger, dann ist diese Kirche bereits entweiht. Naja, also, aber das bringt uns doch auch nicht nur bedingt weiter. Ein Problem, weiter. Ich zünde die Kirche an. Gar kein Thema. Wir zünden keine Kirche an, Frau Müller. Wir gehen jetzt in das Haus von diesem Dr. König und Gott sei Dank sitze ich am Steuer. Und das können Sie aber auch so leicht sagen. Sie haben ja keinen Effekt von dieser scheiß Glocke. Sie wissen doch gar nicht, ob das die Glocke Dr. ist. Dr. Johann Friedrichs, einmal bitte Verborgenes erkennen. Oh ja. Ja, noch zwei eindeutig Heroes. Ist der Rübe oh, ein. Ja, noch zwei mir fällt gerade auf, du hast gar nicht deine Konsti-Probe gemacht. Wer, ich? Ja, weil du hast zu viel Schaden gekriegt. Du musst eigentlich würbeln, ob du eine Ohnmacht hast. Er hat eine schwere Wunde, ne? Er hat eine schwere Wunde. Bitte schön. Praktisch. Oh. Ach nö. Da kannst du Glück ausgeben. Ich gebe 5 Glückspunkte aus. So, wo ist es denn? So, ich würfle jetzt, also Verborgenes erkennen. Ich gebe 3 Glückspunkte auf. 2 reichen übrigens. 2 sogar nur. Ja. Du, ihr seht ja auch die Kirche, ne? Und da fällt ja eins auf. Die ist viel zu klein, die hat überhaupt keine Glocke. Oh. Dann kommt das bestimmt sowieso von ihm zu Hause. Also ja, los, ab zu ihm nach Hause. Also fällt nur Johann erstmal auf. Ne? Ja. Jesus, so. meine Damen, halten Sie sich gut fest und bitte geraten Sie nicht in Hysterie. Aber dieses Dorf, diese Kirche, die hat gar keine Glocke. Wo kommt denn das Glockengeläut? Was sagen Sie denn da? Glocke ist sehr laut. Es sind Leute dort, sehen Sie warum doch. Soll da keine Glocke sein? Nee, Sie haben recht jetzt, wo Sie es sagen, aber wo kommt Glocke. Diese Glocke her, so laut und... So, vielleicht hat er ja zu Hause auch irgendeine Apparatur gebaut als Messias, von wem auch immer. Noch ein Grund mehr, zu ihm nach Hause zu fahren. Sein. Ja, wir fahren. Hier stimmt was nicht. Genau, also ich halte jetzt vor seinem Haus. Fällt Ihnen jetzt auf, dass hier etwas nicht stimmt? Mit ein bisschen Abstand aber auch. Also nicht direkt vor der Tür, sondern irgendwie fahren so ein. Warte, wir halten vor der Tür des meines Nemesis-Doktors, ja? Nein, ich komme doch vom König. Nicht wir vom müssen Dr. doch Becker. Vor diesem Pub halten. Stimmt. Weil wir doch nirgends hinkommen in dem Dorf. Dein Nemesis wohnt in Camborn. Ich dachte nur, weil irgendjemand, ich dachte, ich hätte Dr. König verstanden oder so. Mein Herr König. Ja. Zum König. Okay, gut. Genau. Also ich halte vor dieser Kneipe und ja, dann laufen wir rüber. Ist ja nicht wahr. Alle Türen stehen offen im Dorf. Oh, okay, immerhin kann niemand, der uns stört. Jetzt haben Sie die Brechstange, Frau Müller? Immer bei mir. Sehr gut. Ich hab einen Schraubenschlüssel übrigens dabei. Ist die Tür von Herrn König auch offen? Nein. Das war klar. Dann setze ich die Brechstange an und breche die Tür auf. Aber ist sie verschlossen? Ja. Okay. Ja, der hat was zu verbergen. Breche die Tür auf. Stärke oder Schließtechnik? Ich würde sagen, mit einem Brecheisen ist es Stärke. Ja gut, den richtigen Winkel, den richtigen Ort. Also wenn du gut Schließtechnik hättest, könntest du es trotzdem versuchen, ne? Schließtechnik? Ja, das ist ein Wert. Ich habe das Ding nicht mal in meinem Dann hast du es auf 1. So wie ich auch. Ich versuche es mit Stärke, roher Gewalt. Du hättest ihr hättet 2 Rerolls. Können wir das forcieren? Unterstützen. Können wir uns zu dritt dagegen stemmen? Können wir das forcieren, indem wir da zusammen anpacken? Ja. Sie sagt zu dritt, wie sie mich schon rausnimmt. Ich habe gesagt zusammen. Ah, und ja, der Doktor. Nee, ich habe aber tatsächlich gesagt zu dritt, weil ich den Arzt schon nicht mit eingezählt habe. Wer sieht denn so am stärksten aus von uns eigentlich? Aber es wäre schön, wenn der Arzt sich anfeuert. Machen Sie auf 3. Ja, wir stemmen uns, also wir starke Frauen, die stemmen sonst dagegen und dann packen wir das schon zusammen. Dann los. Also ich habe starke Beine, aber keine starken Arme. Dann tritt dagegen. Ja, dann machen wir mal hier mit dem 4. Ja, nice. Ja. So. Das heißt, die Tür geht auf, ohne dass irgendjemand merkt, dass da mit einem Brecheisen gearbeitet wurde. So ganz klar. Natürlich. Krass. Wie auch immer wir das geschafft haben. Ihr steht in der Eingangsdiele. Okay. Horch bitte. Horchen? Oh. Alle. Paul.
Paula. Lawrence on fire. Ich habe was hinbekommen. Ja, das erste Mal, ne? Ja. Johann, unglaublich. Johann, alle außer Mann. Mir dieses Mal. Ja, es ist irgendwie, woran das wohl liegt, weiß ich auch nicht. Ihr drei hört deutlich ein Leid, als ihr die Tür ab und in diese Eingangsbereiche reingeht, von hinten rechts ein leichtes Klopfen, wo zumindest Dr. Johann sofort weiß, was da geklopft wird. Alte Kriegserfahrung, ich weiß es nicht, die anderen vielleicht auch. SOS wird da geklopft. Ausrufezeichen. Aus der Richtung, wo wir diese versteckte Tür. Ja. Okay. Drei lang, drei kurz, drei lang, drei kurz, drei lang, drei kurz. Das höre ich auch, aber was bedeutet das? Das ist ein Hilferuf. Ja. Ah ja, SOS. Ich habe doch von Anfang an gewusst, dass hier etwas nicht stimmt und dass das mit dem Rattenproblem eine Lüge war. Gut, also los jetzt. Dann lassen Sie uns schnell da hingehen und nachschauen. Diesen Schrank müssen wir wahrscheinlich wieder zusammen wegschieben. Ich fummel. Ja. Ich habe starke Beine. Wir stemmen uns dazu dagegen. Wir können Hebelwirkung erzeugen mit dem Brecheisen. Ja, aber wir wollen ja nicht den Schrank umschmeißen. Das stimmt. Sonst, das macht ja viel zu viel Lärm. Wir müssen ihn versuchen, zur Seite zu schieben. Ja. Meine Damen, bleiben Sie doch ruhig und arbeiten Sie gemeinsam. Soll ich wieder nicht meine Pistole auf meinen Ratskoffer rausziehen? Wir sind schon zu dritt dabei, um gegen diesen Schrank zu stemmen, während du noch davon redest, dass wir zusammen... Der Doktor hat wirklich Glück, dass er schon so ein bisschen Rentnerbonus hat, ey. Rentnerschonung. Okay, machen wir wieder hier mit, mit einem Bonuswürfel, ja? Mhm. Wir stemmen uns da zu dritt oder so gegen die... Ja, jetzt läuft's aber hier, das Paula. Ist ja also wenn es drauf ankommt, ne? Ja, aber wirklich. Mit eurer Unterstützung geht alles. Ja. So, die Tür dahinter, ist die abgeschlossen? Das ist so zack, zack. Nee, die ist aufzumachen. Bevor ich die Klinke drücke, würde ich sagen, wir kommen jetzt rein. Wir wollen Ihnen nur helfen. Und dann mache ich die Tür auf. Ich habe das Brecheisen aber so. Ich habe meinen Traumschlüssel auf. Na, ich habe das Messer bereit. Tom, was wolltest du sagen? Ich stehe da so mit meiner Pistole in so einem merkwürdig gekünstelten Anschlag sozusagen. Sie ist also nicht Anschlag, aber ich habe sie so erhoben, so als hätte ich mal gelernt, wie man das macht. Aber ich habe sie wohl selten benutzt. Ist gar nicht. Ich war ja Arzt. So, was passiert jetzt? Peter hat mein Brecheisen und habe Angst, dass mir gleich was entgegenspringt. Ja, ich hätte gerne eine Ausweichenprobe. Ach du Scheiße. Von mir jetzt, weil ich ganz vorne stehe? Oder von allen. Von allen, allen, allen? Allen, allen, ja. Allen, allen, allen. Wo ist denn Abend? Immerhin. Also wir haben noch zwei Rerolls. Man kann das nicht oft genug sagen, weil da ist nämlich gerade eine 99 gewürfelt worden. Warum, vom Herrn Doktor. Ist schon okay. Also, ihr macht langsam die Tür auf. Da ist der Raum, das konntet ihr von außen ja sehen. Die Fenster waren zugenagelt, also die waren verschlossen. Man konnte ja nicht reingucken. Es ist also ziemlich dunkel. Und in dem Moment, wo ihr die Tür aufmacht, zersplittert die Tür förmlich, weil etwas hindurch brettert durch diese Tür. Das bedeutet. Dann will ich doch rerollen, bitte. Ja, bitte. Wenn die Tür zersplittert. Ja. Dann rerolle mal. Ich bin nämlich fast tot. Stimmt, du bist halt. Ich weiß nicht, ob ich rerollen will. Er muss also. Oh. Wie? Zweimal in Folge. Wie? Eine 1 zu, eine 1 zu 10.000er Schatz. Wow, ja, dann kann einer von uns dieses aber lucky ziehen oder so. Aber lucky. Johann, dafür, dass du eine Legende bist, du hättest noch einen Reroll. Auch nein, das nein, Unwahrscheinliche nein, muss nein, ab und zu passieren, nein. Sonst wäre es unmöglich. Pass auf, der W6 ist kein W6. Florence, du kriegst einen Schaden durch Splitter. Und, Gott. Johann, du zwei. Ist er jetzt tot? Nein, ich bin nicht tot. Nein, aber er sitzt wahrscheinlich nicht auf dem Hintern. Aber wahrscheinlich wird keiner in diesem Moment auch nur ansatzweise darüber nachdenken, ob es ihm gut geht oder nicht.
Denn durch diese Tür schießt etwas, von dem ihr nie erwartet hättet, dass es durch diese Tür schießt. Oh nein! Oh, Scheiße, das ist nicht... Das ist ungefähr menschengroß, vielleicht ein bisschen größer. Es windet sich, alles an diesem etwas, es scheint irgendwie zwei Beine zu haben, aber es kriecht irgendwie. Es hat einen offenen Mund, oh nein, mit irgendwelchen Zähnen, die nach außen stehen. Und dieser ganze Körper ist irgendwie so ein windender Schattenwurmkörper, wo, wie gesagt, so zwei Beine zum Gehen sind irgendwie da. Da scheinen auch Knochen zu sein. Es guckt auch immer wieder Knochen irgendwie raus in jede Richtung. Es hat keine Augen oder irgendwas. Es hat diese Art Beine, Hände. Hinten dran am Körper ist so ein bisschen der Schatten oder so ein bisschen wurmartig, schattenartig, was ein bisschen hinterher fließt. Und das bängt an euch vorbei. Oh, wir würfeln alle mal auf Stabilität. An. Genau. Es greift uns nicht an. Also im ersten Moment nicht. Vielleicht war es ein Angriff, das kann ich nicht sagen, aber es huscht an euch vorbei. Warte. Ich nehme an, wir würfeln jetzt auf Stabilität. Ja, auf jeden Fall. Lass mal das, ne? Aber wenn wir die Ergebnisse... Stabil! Ach komm. wieder wir drei, ne? Heilige Scheiße. Ich hab Gott auf meiner Seite, was soll ich sagen? Ja, aber gerade dann müsstest du gerade voll durchdrehen. Nein, ich mein Glaube ist stark. Ich hab den Teufel. Okay, gesehen. Bei Stabilität gibt's auch kein Glück, ne? Aber nee. Gott ist bei mir. Okay, dann frage ich jetzt einmal: Ihr habt einen Reroll. Möchtet ihr den eine oder einer von euch ausgeben? Nee, ist schon okay. Ich würde es probieren. Ich dreh durch. Okay. Ich mache Reroll. Ich mache da einfach nochmal, oder was? Ja. Ja, bei mir ist es zu unwahrscheinlich, es hat keinen Sinn. Ja, aber stimmt, Florence, ist sehr Glück wahrscheinlich. Gerade. Nee, oh. Komm, oh. Oh, hey, komm. Okay, pass auf, Marta, du hast das Ganze geschafft. Ja. Du verlierst 1W3. 1W3, dann nehme ich einen halben W6, oder wie? Ja. Das sollte, glaube ich, bei dir wahrscheinlich keine Probleme. Also... Zwei. Ihr anderen, ihr verliert 2W6. Oh, lecker mio. 2W6. Wie funktioniert das? Ich habe das? Mir nicht umsonst, du drückst unten zweimal auf dieses Viereck, unten rechts, da siehst du auch schon die 6, wenn du draufklickst. Okay. Und dann auf Wurf. Ach du Scheiße. Ey. Oh, 6, wundervoll. Ich habe noch 2 Trefferpunkte. Das ist Stabilität. Das ist Stabilität. Ach so, hä? Ach so. Das geht nicht von deinem Magiewert ab. Das geht einfach nur von deinem Stabilitätswert ab. Okay. Okay. Ich einen Anfall wie von Wahnsinn. Werte ich das jetzt? Entschuldigung, ich bin... Du ziehst einfach bei geistiger Stabilität von den 69 11 ab. Aber ihr habt alle einen Anfall von Wahnsinn, ne? Ja. Ihr habt alle einen Anfall von Wahnsinn. Leute, lasst mich doch nicht allein hier. Was ist los? Wenn es jemand schaffen kann, dann du. Anscheinend. The main character. God's favorite princess. Keine Ahnung. Wie machen wir das? Ich bin ja kein... Nein, ja, obwohl mit 11 bist du schon auf dem zweiten Wert, ne? Obwohl, nee. Nee, das geht ja nach ein Fünftel. Ne? Nee, ein Fünftel hat sie nicht verloren heute. Also, was? Hat jemand von euch... Warum hast du ein Fünftel verloren? Ja, dicke. Ich habe 8 von 35, also. Okay, ja. Das heißt, okay, also der Doktor wird jetzt irre. Also, Paula und Florence, ihr habt eine geistige Umnachtung, nennt sich das. Ihr müsst bitte eine Intelligenzprobe machen. Ihr zwei. Ich will jetzt mal die Regeln mal richtig anwenden. Ganz also nur, nur Florence und Paula, ja. Ihr könnt hoffen, dass es nicht gelingt. Ja, sad. Oh no. Nicht gelingen ist besser. Ja. In dem Fall schon, ja. Wieso? Weil du jetzt realisierst, dass du dir das nicht einbildest, sondern dass das war, das ist echt. Paula, du auch? Ich verstehe gerade gar nicht, was passiert, was du überhaupt von mir willst. Intelligenz. Okay, ich würfel mal Intelligenz. Es wäre gut, wenn du nach wie vor nicht verstehst, was ich von ihr möchte. Ja, darum geht's. Wir machen gerade einen Realitätscheck, das heißt, ob ihr versteht, was, dass das gerade wahr ist.
Ja. Nö, m-m. Das ist bestimmt noch von dieser Pille, die ich gestern vom Doc gekriegt habe. Manchmal habe ich das, wenn ich davon zu viel, ich habe ja privat auch ein bisschen, also, ne, ich habe ja auch privat meine Mittelchen und manchmal habe ich dann solche Momente und das war bestimmt alles anders. Ich habe einfach nur Pech. Ja, genau so ist das für dich. Du bist momentan nicht in der Lage, es wahrzunehmen und zu verstehen, dass da etwas an dir vorbei ist oder im Raum ist mit dir, was es nicht geben kann. Anders ist das bei Florence. Florence, dir ist ziemlich klar, dass da etwas im Raum ist, das es nicht geben kann. Und du hast damit eine sogenannte geistige Umnachtung, die für... Moment... 10 Stunden anhalten wird. Wie viel Pech kann man haben? Und wie gut kann der Spielleiter mal wieder würfeln, Alex? Hey. Aber danach komme ich, bei mir wird es schlimmer. Ah, Mann. Auf 10 Jahre. Wobei. Ich habe jetzt auch nur noch 26 stabil. Also. Cool. Ja, gut. Also wir wissen, wer in Sanatorium. Ach so, genau. Aber, okay. Das heißt, wann hat man das für 1W10 Runden? Das hat, glaube ich, Caro jetzt trotzdem. Anfall, ne? Von Wahnsinn ist Runden und geistige Umnachtung ist Stunden, glaube ich. Ja, aber ich weiß gerade auch nicht auswendig, wann das wie passiert. Aber geistige Umnachtung passiert, wenn man 5 oder mehr auf einmal verliert. Und das ist hier als erstes, interessanterweise. Ja, das eine wahrscheinlich, wenn du den Intelligenzwurf nicht schaffst. Und ach so, kann natürlich auch. Schaffst. Ja, ich glaube, das ist eines der Intelligenzwurf und das andere ist der Stabi-Verlust. Also Anfall von Wahnsinn ist der Stabi-Verlust und Umnachtung ist, glaube ich, die... Okay. Womit der Paula, du wirst das in einem Gefühlsausbruch verarbeiten. Du kannst dir gerne aussuchen, ob du lachst, weinst. Du nimmst es nicht wahr, die Drogen, keine Ahnung. Beides. Ja. Ich lache hysterisch und heule gleichzeitig und wiege mich hin und her und das ist immer wieder alles so. Das ist so wieder typisch hier. Also, das ist so man einmal, hat man einmal guten Abend und schon sieht man wieder irgendwelche Dinge und das ist doch alles nicht wahr. Sie könnte einem auch niemand irgendetwas. Und, aber. Kennt man doch aus Horrorfilmen, wer Sex hat, stirbt. Ja, das stimmt. Haben wir auch schon öfter gehabt. Ich verweise da aus blutige Schäferstündchen. Link hier oben. Oh Gott, ja. Und jetzt Florence, du du bekommst eine tatsächlich absolute Phobie in diesem Moment vor jeglicher Art vor Schatten und Dunkelheit. Okay, und die ist auch dauerhaft jetzt. Nee, für 10 Stunden. Okay, für Dunkelheit und Schatten. Ja. Okay. Und du weißt halt trotzdem, also genau du. Und dann kommen wir kurz zu unserem Doktor. Hm. Der hat nämlich ein Fünftel seiner Stabilität verloren und wird geisteskrank. Natürlich. Das heißt, Intelligenzwurf hilft dir nicht mehr. Oh shit, das wär's, da habe ich viel. Ach Torben, was fängst du denn jetzt an? Warum brauchst du dir auch einen Charakter, der schon so gestört anfängt? Hast du noch nie Cthulhu gespielt? Das ist doch der Reiz. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, du kannst erstmal tatsächlich, du sackst wahrscheinlich Saban zusammen und wirst mit irgendeiner Störung, wenn sie dich irgendwie an einen sicheren Ort bringen, dann bist du wieder bei dir und hast halt eine Störung. Aber du musst erstmal an einem sicheren Ort sein. Was passiert ist, wir machen das mal ohne Initiative, sondern irgendwie nacheinander. Dieses Ding ist noch mit euch im Raum und wuselt hin und her. Scheint euch aber gerade nicht zu beachten. Martha, dir geht's am allerbesten. Was machst du? Also die einzige Option, die eine Person bei Verstand in sowas machen würde, wäre einfach die Beine in die Hand nehmen. Das Ding ist aber zwischen dir und der Tür. Oh, come on. Wirklich? Ja, ihr seid ja am anderen Ende des Raums. Insofern, ja, die Tür ist am anderen Ende leider. Und es gibt keinen anderen Weg. Naja, du könntest in den Raum gehen, wo das Ding eben drin war und gucken, ob es da eine Tür gibt. In dem Moment fällt klappernd meine Pistole zu Boden. Einfach erstmal der einzige Fluchtweg, der mir bleibt. Und wenn es in diesem Raum ist, Okay. Das heißt, ich habe meinen Schraubenschlüssel in der Hand und gehe erstmal in diesen Raum. Okay, Martha verschwindet im Dunkeln. Paula.
ich sitze da wahrscheinlich noch und lache und heule und pöbel und ja. Ich bin, glaube ich, erstmal einen Moment ausgeschaltet. Lawrence. Ja, also das Ding ist ja Dunkelheit, ne? Ja. Ja, also. Aber der Raum, in den Martha reingeht gerade, der ist auch dunkel. Überall dunkel. Oh. Beide Seiten, vor dir, hinter dir, in Dunkelheit. Oh. Und wenn du die Augen zumachst, ist es auch dunkel. Gibt es denn noch Fenster eigentlich in dem Raum? Ja, die waren aber auch verrammelt alle. Genau, ach, ja. Hilfe. Also in dem, auch in dem Wohnzimmer, wo ich warte, ich gucke nach. Weil das wäre ja ein potenzieller Fluchtweg. Ich glaube, ihr konntet von draußen nicht reingucken, hatte ich gesagt. Nee, ne? Ich habe es versucht. Ich habe es gezielt versucht. Seltsam. Ja, er hatte... Gut. Aber es sind Fenster da, oder? Ja, aber die sind zugenagelt halt. Ah, ja, aber in dem Raum, wo wir vorher waren, da sind Fenster. Na, also pass auf, ihr seid ja von dem Eingangsbereich ins Wohnzimmer gegangen, wo genau. Ihr auch mit euch saß. Und zwischen der Tür zum Eingangsbereich und eurem Wohnzimmer ist ja dieses Wesen gerade im Wusel drum. Ja. Das heißt, ihr habt das Wohnzimmer und... Ja, aber im Wohnzimmer sind Fenster, darum ging es doch, ich glaube, die sind verrammelt. Ja. Ich glaube, darum ging genau. Also, nee, aber es. Aber die Wohnzimmerfenster doch ja. Nicht. Doch, ihr, das ach hättest so, du ja ich dachte können. Nur die Fenster hinten in diesem Secret-Raum. Warte, nicht, der Secret-Raum war innen drin. Ansonsten... Ich kann auch sein, dass das einfach nur so hoch war, ne? Nee, das hat einfach keine Fenster, dieser Raum nach vorne und die waren mit schweren Läden zu. Mit schweren so. Läden? Genau, also nicht zugenagelt, wie das bei... Also die kann man ja aufkriegen. Genau, wenn man... Okay. Nee, ja. Die sind allerdings zur Vordertür raus. Das heißt, da ist wieder das Wesen dazwischen. Okay, wir kommen nee, nicht raus. Also ja, ich habe verstanden, wir kommen nicht raus. Alles klar. Ich glaube, ohne mit diesem Viech in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Warte, ich helfe euch mal kurz. Ja. Indem ich euch das in Discord ihr, es gibt so, schneidet Discord, das ab. Discord, ey, jetzt kommt der ja, mit Discord. Ich will nur, warum schneidet er das ab? Der mit Discord, was ist das denn? Also eins ist die Diele, da geht's rein. Von unten. Okay. Ihr seid in 6, die Fenster sind halt auch nach unten. In 7 war dieses Vieh und da seid ihr durch die Tür. Diese Tür, die es dazwischen gibt, zwischen 7 und 1, die ist halt auch dicke Eichentür, die zugeschlossen war. Das hättet ihr probiert, ist aber einfach nicht öffnbar. Hm. Worüber sind wir jetzt in den Raum? Von der 6? Ihr seid in 6. Und ihr, okay. Aus 7 kam das Ding raus. Ja. Und in 1 ist, wuselt das jetzt aber rum, in oder 6. Wie? Ja, in 6. Ja, aber so, dass... Also du könntest versuchen, zum Eingang zu kommen, aber muss halt du denkst, den Ding vorbei. Oh Gott, ja. Was ja, das? Nee, das würde ich nicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach nur schreiend auf den Boden. Okay. und erstmal, ich würde nach Martha rufen. Ja, Martha ist in den Raum. Ja, ich weiß. Martha, okay. Ich rufe einfach nur noch um Hilfe, kreischend, zitternd, heulend. Dieses Ding wuselt rum und brettert auf den Schreibtisch zu. Wirft den halb um dabei, Richtung Tür, dass der so halb in der Tür liegt und verweilt da gerade und über diesem Schreibtisch und glibbert da drüber. Also welche Tür hat er blockiert? Nein, also dieser Schreibtisch, der unter 6 ist, ist jetzt so halb in der Tür drin. Ja. Also die Tür zu 1. Mhm. Cool. Cool. Ihr seht einen Plan. Achso, ja, den habt ihr geschickt. Ne? Ja, nur ein kleiner Teil. Bringt einen aber auch nicht wirklich weiter. Nein, ich wollte euch nur sagen. Was machst du denn eigentlich, Paula? Ja, ich habe ja erst doch gelacht und geweint. Achso, stimmt. Und aber, also ich überlege gerade, weil in meinem Kopf ist das ja eh nicht real. Stimmt. Was da ist. Also würde ich jetzt einfach gehen. ich würde einfach sagen, Leute, ey, lass uns einfach gehen. Das ist doch Quatsch hier. Und dann fängst du an zu lachen und zu weinen. Ja. Das ist doch also, ne? ja, so. Ja, ich stehe im Raum. Keine Ahnung. Ist ich würde einfach mal versuchen zu gehen. Mal gucken, wie das Viech reagiert. Das lästig reagiert gar nicht.
Du kannst den Raum verlassen. Du kletterst über den Schreibtisch und bist im Flur. Martha, du bist im dunklen Raum. Was tust du? Also ich bin da. Also ich würde, also wenn ich merke, dass ich da also halt über den Tisch rübersteige, ja, und so, würde ich sagen, jetzt kommt doch endlich hinterher, mein Gott. Mhm. Und ich habe Gott in den Mund genommen. Das müsste also Martha triggern. Ich bin ja bei Sinnen so und habe volle Kontrolle. Ich bin kurz in diesen Raum und habe geguckt, ob da irgendetwas, ob ich in dem Halbdunkel, weil ich meine, ein bisschen Licht kommt ja wahrscheinlich jetzt, wo die Tür offen ist, rein, ob ich irgendwas sehe, was mich spontan irgendwas irgendwie denkt, vielleicht hilft uns das. Nee, da liegen nur zwei Decken. Dann renne ich einfach auch raus und wenn dann Paula ruft, kommt doch endlich, denke ich mir so, ja, fuck it, ich muss hier irgendwie raus und gehe hinterher. In diesem Moment, Florence, stehst du ja noch ein bisschen panisch da. Emma, scheint das... Ich bin auf dem Boden, aber ich bin so zurückgefallen, ja. Für Tatstellung. Kommt dieses Etwas vom Schreibtisch auf dich zugeglitten und du siehst nur einen Arm von ihm auf dich zukommen und es hält dir einen Zettel vors Gesicht. Was passiert denn hier? Das ist ja offensichtlich noch nicht doch irgendwie menschlich. Es hat ja auch SOS geklappt. In einer krickelnden Schrift. Helft mir, ich wurde entführt. Gut, dass ich schon ohnmächtig bin. Das ist so skurril. Oh mein Gott. Der dunkle Schatten, für den du absolut Panik hast, bitte ich dich gerade um Hilfe. Ja. Nee, aber ich hab so Panik davor, ich versuche es wegzukriechen und so weiter. Und ihr anderen beiden denkt auch, das Ding will sie auffressen wahrscheinlich. Ich schreie immer noch panisch dabei rum. Ja, mir fällt auch irgendwie ja auf, dass die anderen nicht hinterherkommen. Dann fällt mir auch auf, dass ich ja gesehen habe, dass der Doktor da zusammengebrochen ist. Also gehe ich vielleicht nochmal kurz zurück. Okay, dann dreht es sich um, guckt in deine Richtung, also mit dem Maul, schwubbelt auf dich zu und hält den Zettel hoch. Kriege ich das auch mit? Kriegen wir das beide mit? Ja, du kommst auch rein, ja. Ja, Paula ist hinterhergekommen. Ja. Also so skurrile Zeichen haben mir meine Halluzinationen noch nie gegeben. Ich gucke dieses Vieh an. Ich gucke auf den Zettel. Ich drehe den so hin, dass du es lesen kannst. Kannst du uns verstehen? Kannst du es auch sehen? Es fließt weg zum Schreibtisch. Ihr seht, wie es irgendwie auf Zetteln wühlt und schreibt. Ich dachte, ich bilde mir das ein. Wieso könnt ihr das denn auch sehen? Hält einen Zettel hin. Ich war ein mächtiger Erzmergier, steht da drauf. Oh mein Gott. Oh nein. Und vorbei. Versperrt das ein immer mächtiger. Also ganz ehrlich, Leute, wir haben doch alle ein bisschen zu viel genommen von dem Zeug, was uns der Doktor schwert. Ich hab nichts genommen. Paula, ich hab nichts genommen. Ich sehe das auch. Was für ein Erzmagier. Wieder ein Zettel. Versperrt das immer noch den Weg nach draußen. Nein, ja, aber der Zettel, nun helft doch dieser schreienden Frau, steht da drauf. Ja, okay. Ich versuch gerade so durch diesen Raum an der Wand entlang zum Ausgang, weil ich einfach nur noch raus möchte und weg von diesem Vieh. Ja, ich gehe so zu dir und nehme dich in den Arm und führe dich so, komm, Florence, ich führe dich raus. Ich fange mal an, es ist alles gut. Ich bin so panisch, ich will dich erstmal wegdrücken, okay, ich will gar nicht angefasst werden. Ich stelle mich so zwischen dich und den mächtigen Magier und lass dich, dass du quasi halt siehst, dass ich dazwischen bin, dass du dich sicher fühlst, rauszugehen. Ja, ich bin immer noch panisch, aber ich sehe dich an und bin zwar noch so ein bisschen eingefroren, aber schrei schon mal nicht mehr rum. Ich stehe da immer und noch so, wie als ob ich flüchten wollen würde. Es glupscht zu Dr. Johann hin. Irgend so ein Arm tapft dir im Gesicht rum. Ich bin ohnmächtig, was soll ich machen? Du bist nicht ohnmächtig, du bist nur handlungsunfähig. Ich glaube, das hilft nicht, ihm so ins Gesicht. Liegst du da, offenes Mund, offene Augen. Herr Barkier, ich mach das, gehen Sie mal bitte. Ich, ich,
Ich habe einen Sanity-Check geschafft, aber ich fühle mich nicht besonders sane gerade. Und ich nehme so den Doktor und... Das ist doch alles ein Traum. Und kram in seiner Arzttasche, ob er ein Riechsalz oder sowas da drin hat. Und ich habe da alles drin. Ja, dann halte ich so Riechsalz unter die Nase. Herr Doktor, komm, stehen Sie jetzt wieder auf. Es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wahrscheinlich nicht, aber aber dir fällt diese Heroinspritze auf. Vielleicht würde ich da eine Ausnahme machen, wenn du die jetzt verpasst. Direkt ins Herz. Ich habe keine Ahnung, was das der ist. Der Realismus zwingt natürlich dazu, dass da eine Ampulle ist und eine Spritze. Ja. Keine aufgezogen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich ihm irgendwas spritzen würde. Ich glaube nicht, dass ich ihm irgendwas spritzen würde. Aber sein Herz war vorhin schon am Aufsetzen. Jetzt ja, ich fühle seinen Puls. Ja, ganz schnell. Ich fühle seinen Puls. Als würde er gleich explodieren. Cool, nicht so gut. Ich habe gerade eine Monster-Tatze im Gesicht. Ich packe ihn so unter den Arm und versuche ihn so ein bisschen raus. Das Vieh glupft auf Paula zu mit einem weiteren Zettel, wo ihm drauf gekrickelt ist. Wann ist Vollmond? Weiß ich das? Ja. Das Schlimme ist, wenn du macht darüber mit nachdenkst, jedem Zettel auch schlimmer. Wahrscheinlich heute, ne? Heute. Glaube ich. Es springt irgendwie, der Schatten springt ein bisschen auf, düdelt noch wilder vor euch her. Ich werde wieder nervöser. Oh, dann beruhigt er sich wieder und läuft wieder. Kannst du was gegen das, was hier in dem Dorf passiert, tun? Die ganzen Menschen, die irgendwie sterben und die Kinder, die sterben und. Ich fange an, das Vaterunser zu beten. Das wird mir doch alles ein bisschen zu viel gerade. Kannst du uns irgendwie helfen? Kannst du machen, dass es aufhört? Ich hatte noch nie die Gelegenheit, mit einer Halluzination von mir zu reden und jetzt können sie sogar mehr Leute sehen. Das ist keine Halluzination, das ist wirklich, ich glaube, es passiert wirklich. Ich glaube, es passiert wirklich. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, das ist ein Traum oder so. Ich bin einfach eingeschlafen gestern, nachdem ich, also, Ja, schreibt ein bisschen länger. Und schmeißt euch dann einen ganzen Haufen an Zetteln hin. Das ist erst ein bisschen schwierig, die Reihenfolge, weil sonst macht es keinen Sinn, in manche Reihenfolgen das zu lesen. Aber ja, ich krieg's dann raus. Da steht im Grunde, er beraubt mich meiner Kraft und setzt mich dafür ein, zum Übermensch zu werden. Heute Abend ist der entscheidende Gottesdienst, wo er ahnt nicht, was er tut und was er beschwört. Ihr müsst es aufhalten. Ich kann nicht gegen ihn agieren. Er hat mich unter Kontrolle. Wie können wir es aufhalten? Ich weiß es nicht. Bist du nicht ein mächtiger Erzmagier? Oh, ich bin seit Jahrhunderten, er schreibt nochmal wieder, seit Jahrhunderten in dieser Gestalt. Aber wenn du nicht weißt, wie wir ihn aufhalten sollen, egal. Es gibt da diesen Holzflock mitten im Moor. Hat der irgendwas damit zu tun? Ja, das Übel von allem steckt in diesem Pfahl. Können wir ihn anzünden? Ich weiß nicht. Würde das helfen? Weiß er nicht. Naja, wir können es zumindest versuchen, oder? Ich guck mal die anderen so an. Lass uns vielleicht auch noch eine Axt mitnehmen und den kaputt hauen. Und verbrennen und anzünden. Dann haben wir alles gemacht, was man machen kann. Und ich gucke immer noch diese ganz versuchte Kreatur. Okay, folgender Vorschlag. Dann hauen wir hier jetzt ab, so schnell wie möglich. Und kommen irgendwie später dann wieder, wenn die Leute alle wieder in ihrem Dorf sind. Und dann können wir ja im Moor diese Stele, diesen Pfeiler da kaputt machen. Sag nur so, ihr könnt vergessen, dass ich nochmal zu diesem Viecher gehe. Ja, was macht der jetzt eigentlich? Also eigentlich, so lange? Wenn mir was Schlimmes passiert, dann werde ich ja eh aufwachen. Also es ist halt ganz interessant gerade eigentlich, ne? Schreib nochmal. Hält den Zettel hin. Ich laufe weg. Verstecke mich. Und du bist aus der Tür raus. An Florence nochmal vorbei. Ich wäre Helden. Fall fast in Ohnmacht. Ja, wir sollten schnell wieder gehen.
Ja, weil wir sollten hier auf keinen Fall erwischt werden. Weil ich glaube auch, die kommen wahrscheinlich bald wieder. Also, ich bin schon dabei, beim Doc so unterzuhaken. Ja, ich auch. Ich auf der anderen Seite. Ich nehme seine Füße. Florence, ja, schaffst du es alleine? Ich kann nicht helfen, ich habe wackelnde Beine wie sonst. Aber du schaffst es alleine raus, ja? Ja, aber also mit ganz viel abstützen. Auf geht's. Schnell, schnell. Tom, darf ich dir Metromanie verpassen? Mir? Zwanghaftes Sprechen in Versen. Bitte nicht. War nur ein Scherz. Oh, in Versen? Ja. Oh Gott, das ist ja das absolute Killer im Rollenspiel, ja, wenn du nur noch in Versen sprechen darfst. Ich weiß nicht, ob also, das wir schleppen ist. Den Doc zum Auto schnellstmöglich in der Hoffnung, dass wir es schaffen, bevor der Rest des Dorfes wieder zurückkehrt. Ja. Und dann düsen wir los. Also, ich bin komplett perplex. Ich düse so ein bisschen aus dem Ort raus, wo wir dein Auto abgestellt haben. Ja. Und halt dann an und lasse so die Hände kaum sind wieder die Hilfe. Ist das wirklich passiert? Haben wir das alle gerade gesehen? Dass da ein Monster irgendein Wesen... Naja, das wird definitiv ein guter Eintrag in meinem Traumtagebuch. Komm, ich schreib dir mal kurz. Das war kein Traum. Das würdest du in meinem Traum auch sagen. Aber wir haben das doch, wir sind doch alle hier. Du glaubst doch so dolle an Gott. In Wirklichkeit würdest du niemals sagen, dass das echt war. Ich glaube an Gott, aber ich meine, ich glaube auch an, also ich meine, wenn man an Gott glaubt. Du glaubst auch an Raider. Hallo. 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 Ja, wir haben gerade ein Monster, wir sind gerade einem Monster begegnet und das Monster hat uns einen Zettel vor die Nase gehalten. Ich war mal ein mächtiger Erzmagier und ich wurde entführt. Das ist ein bisschen absurd. Deswegen meine Vermutung, es ist definitiv ein Traum gewesen. Von mir aus ist es ein Traum gewesen, aber selbst wenn wir in einem Traum sind, müssen wir doch jetzt Ruhe bewahren. Diesen Pfeiler kaputt machen. Oh. Ich sitze weil wir dann wieder Boden aufwachen sagst, können. Alles gerade wirklich. Wie bitte? Ja, Florence, du bist dir sehr bewusst, es ist alles passiert. Ja. Okay, gut, du bist dir bewusst, dass es wirklich passiert ist. Ich bin mir bewusst, dass es passiert ist. Nur Paula redet sich das aus. Aber in dem ich Moment, bin mir Florence, sehr sicher, dass es ein Traum ist. Florence, in dem Moment, wo du rausgehst und das Wetter einigermaßen ist, die Sonne scheint, siehst du zwar so leichte Schatten irgendwie da, wo die Sonne halt nicht ist von den Häusern, aber du fühlst dich absolut wohl wieder. Und also nicht wohl, aber... Das ist aber tief durch, kein Schatten zumindest mehr, ja. Ja, okay. Ich nehme ein paar tiefe Atemzüge. Wir gehen, wenn dieser Gottesdienst beendet ist und da wieder die alle wieder im Dorf sind, gehen wir zu diesem Pfeiler mit einer Axt und mit Benzin und mit Feuerzeug. Benzin und einem Feuerzeug. Und im Zweifel fackeln wir das ganze Dorf ab. Und das ganze Moor. Ja, Moor brennt nicht so gut in der Regel, oder? Nee. Ja, das Torf. Kommt auf Moor an, ne? Kommt drauf an, ob es eher trocken ist. Wir werden es ja sehen. Ist es eher trockenes oder eher ein nasses Moor? Ist da viel Torf? Klar, die arbeiten als Torfstecher hier im Dorf, ne? Also es gibt Torf. Aber es ist schon auch ein Moor, wo man, wenn man nicht aufpasst, versinkt. Also, ja, aber wir wissen ja, wo wir lang gehen müssen. Ja. Ist ja kein Problem. Okay. Wisst ihr das? Wie lange bin ich noch Kartoffel? Riechst du? Naja, bis sie dich irgendwie ein bisschen ausruhen lassen. Ne? Oder? Ja, wir landen ja ins Auto geladen ja. Und ja, der kann keines weiteren Blickes gewöhnt. Okay. Obwohl Riechsalz ballert einen schon ziemlich aus allem. Ja, komm, dann machen wir das, damit wir heute wollen ja gleich fertig werden noch. Insofern, ja, Riechsalz, Herr Doktor. Das war ja richtig was großartig. Was ist denn mit Ihnen allen los? Das war ja... so lustig. Wissen Sie was? Ich könnte mich beömmeln. Wissen Sie? Beömmeln? Ja, beömmeln ist das richtige Wort für unsere Situation gerade. Wissen Sie, hätten Sie das Ding einfach erschossen, dann wäre doch die Kraftquelle für das Ritual weg gewesen. Ist das nicht lustig? Ja, Sie haben ja die Schallen dazu lachen. Die also ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert hätte. Immerhin war das ein mächtiger Erzmagier, der in irgendeiner Schattenform gefangen ist. Ich glaube nicht, dass man das erschießen kann. Mächtiger Erzmagier in der Schattenform, das ist, ja. Na ja,
Ja, das ist verrückt, was mir mein Verstand so gerade als Traum. Wie bin ich denn darauf gekommen? Was verarbeite ich denn gerade, dass mir solche Gedanken kommen? Frau Müller, wirklich ihre Reflexion und Traumdeutung in allen Ehren, wir sollten uns trotzdem darauf konzentrieren, dass wir uns eine Axt besorgen. Richtig. Also Frau Müller verdrängt, ganz eindeutig. Und ich grinse dabei wie ein glückliches Honigkuchenpferd. Sie verdrängen offensichtlich nicht und Florence, Frau Schwarz, sie auch nicht. Frau Schwarz sieht mir nur ein wenig mitgenommen aus, aber sie macht die Sache wirklich großer. Das geht mir schon wieder besser. Sehen wir alle auf ihre eigene Art und Weise. Auf geht's, eine Axt holen. Was für ein Abenteuer. Wenn ich doll genug an eine Axt denke, müsste sie dann nicht erscheinen? Das ist ja mein Traum. Frau Müller, ich möchte trotzdem nochmal, also jetzt auch, wenn Sie jetzt überzeugt sind davon, dass es gerade ein Traum ist. Wenn man in einem Traum stirbt, ach, das ist doch nur Gerede. Ich habe mal gehört, wenn man im Traum stirbt, wacht man auch vielleicht unter Umständen möglicherweise nicht mehr auf. Ach, das ist doch nur Gerede. Naja, aber man will ja kein Risiko eingehen. Aber wenn man streng stirbt, genommen wacht dann man wacht auf. Man doch auf. Aber ich rate nicht dazu, das auszuprobieren. Nein. Denn es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass wir alle träumen. Nee, das ist ja auch nicht mein Plan. Ich möchte diesen Holzpfeiler kaputt machen und anzünden. Ja. Genau. Andererseits wäre es ein Versuch wert. Axt, wenn ich in den Kofferraum jetzt mal reinschaue, finde ich da eine Axt in meinen Kofferraum. Ach so. Nein. Aber wisst ihr, was wirklich witzig ist? Es gibt in Hubbüttel tatsächlich einen Pub und es gibt gibt noch Meyers Kolonialwarenladen. Ja, aber wir sind ja aus dem Dorf schon raus. Ach so, nee, dann nicht. Perfekt. Nee. Der gute Edeka. Wir haben uns da ja nicht länger aufgehalten. Ja. Wir haben ja den Doc ins Auto geschmissen und sind aus dem Dorf rausgefahren. Das stimmt, nee, dann nicht. Nee. Also wir holen uns jetzt von unserem Dorf eine Axt. Dann warten wir so ein bisschen ab, vielleicht, wenn es so ein bisschen anfängt, dämmerig zu werden. Dann gehen wir zurück und machen diese Stele, dieses Holzpfeiler-Ding kaputt, ja? Wollen wir wirklich, wenn es dunkel wird, ins Vollmond? Ich würde auch nicht warten, bis es dunkel wird. Ich würde warten, bis sie sich alle wieder aus dem Moor zurückgezogen haben. Vielleicht bis zum Nachmittag. Also ich sehe richtig scheiße aus übrigens. Ne? Also so halbtot körperlich und sowieso total wahnsinnig. Und ich grinse wie der Joker. Doc, sollten wir vielleicht ins Krankenhaus bringen? Also ich bin bei allem dabei, was sich die Damen hier ausdenken. Ich finde das so erbaulich. Mir geht's auch richtig großartig. Ja. Sie sehen nicht so aus. Gerade das macht mir Sorgen, also fahren wir den Alter, Herrn das ist normal. Ins Krankenhaus. Der Doktor ist auf einmal so glücklich, da kann was nicht stimmen. Wir fahren jetzt also eine Stunde ins Krankenhaus, dann fahren wir eine Stunde wieder zurück, dann ist es 15 Uhr und dann machen wir die Stele kaputt. Und wir explodieren Torben aus dem Finale. Ich bin ein erwachsener Mann, was glauben Sie denn? Sie können mich doch jetzt nicht meines Vergnügens berauben. So ist na gut, was soll's, dann nicht. So ist zumindest ein Charakter wieder dabei, wenn er es wieder nach Kambodschan geht. Mehr oder weniger Stabilität dabei. 25. Ja. Er wird von großem Nutzen sein. Naja, lässt du dich denn da einfach absetzen? Also nein, es war ja auch nur ein Vorschlag. Ja, aber in meinem Zustand mache ich quasi alles, was man mir sagt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also ich laufe euch jetzt hinterher, außer ihr sagt, also ich mache, was ihr sagt. Ich bin so durch. Das Ding ist, du siehst ja mitgenommen aus, aber du hast ja körperlich keine Schäden. Deswegen können wir, glaube ich, gar nicht beurteilen, wie kritisch dein Zustand ist, oder? Nee, das stimmt eigentlich. Voll. Vielleicht in den Augen so ein bisschen, ne? Wo deine Fröhlichkeit, die er gerade hat, ja überhaupt nicht in den Augen zu sehen ist, sondern... Ja, das ist, also, ich meine, in Anbetracht der Situation, die wir gerade erlebt haben... Wir sind ja außerdem keine Ärzte, wir sehen sowas nicht. Nee, könnte ich auf Psychologie würfeln? Das könntest du. Das würde ich auch gerne tun. Also, aber ich glaube, es ist quasi offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist es ja schon für okay, wow. Ja, nicht für Paula. Ja, aber für Martha. Ich habe gar keine Psychologie. Dann hat man 5, ne, glaube ich. Nee, Psychologie-Grundwert ist, glaube ich, 10. 10, ja. Naja, gut, aber wenn er gerne dabei sein möchte, warum nicht? Dann ziehen wir es alle zusammen durch. Was soll's? Ja. Okay. Also ich habe mir ja was dabei gedacht, das in der Konstellation zu erträumen, also ziehen wir es durch. Ja, genau, Frau Müller. Mhm. Sie, Frau Müller, haben eindeutig einen Dachschaden und ich grinse ganz das glücklich. Das sagt ja der Richtige. Ey, ich gucke so total verzweifelt in die Runde, weil ich echt die Einzige bin, die weiß nicht, wie es ist. Also ich habe, Gott gibt mir Pistole? Kraft.
Wo ist meine Pistole? Oh, Nein, die hätte mich doch nicht liegen lassen. Die müsste doch da noch liegen. Die liegt nee, ich glaube nicht. Dass also ich habe sie nicht mitgenommen. Aber das war ja auch Chaos in dem Wohnzimmer. Das habt ihr nicht mitgekriegt. Dann haben wir die wohl liegen lassen. Na, na ja, das geht auch so. Das welche Pistole so. Denn überhaupt? Ja, haben genau. Wir auch nicht haben sie vielleicht gar nicht, ja. Ich habe es gar nicht mitbekommen, vergessen. Weil du in meinem Rücken standest. Die haben sie nur vergessen zu träumen, Frau. So. Na wir gut. Waren, also wir aber wenn ich jetzt halt wirklich dolle genug an der Axt denke, dann, also, na gut. Egal, fahren wir ins Dorf zurück und holen uns also eine Axt und Benzin und alles, was wir so brauchen, um alles anzuzünden. Und kaputt ja. Zu machen. Fräulein Schwarz. Ja. Vielleicht können wir. Hüten Sie sich vor Frau Müller. Sie ist ganz eindeutig eine wahnsinnige Axt. Und. Ich würde vorschlagen, dass wir zum Hof der Grubers fahren, weil die sind tot und da können wir bestimmt eine Axt mitnehmen und da macht uns keiner Ärger. Und ein Benzinkan ist, da steht da bestimmt auch noch rum. Also, du willst jetzt Vorschlag. Wieder zurück ins Dorf. Aber ganz das, kurz. Hast du das nicht gerade vorgeschlagen? Was wollte Florence antworten? Ich habe mir gesagt, ja, Herr Doktor, okay. Ich passe schon auf mich auf. Also, ich hatte halt überlegt, ob man eher von hinten ans Moor rankommt. Ist halt die Frage, ob das möglich ist überhaupt. Wie ist das? Ah, dann brauchst du, das ist schon ein ziemlich großes Moor. Also, das kannst du alles machen. Dann musst du nur in einem Moor dich orientieren. Und wir können uns bestimmt alle super gut orientieren, nehme ich an. Und ich weiß nicht mal, wo der Pflock ist. Eigentlich kann das wahrscheinlich nur Paula und Paula und Florence können sich erinnern, wo der Pflock ist. Was hält uns denn auf? Dann gehen wir einfach unverschleiert durch das Dorf durch und holen uns eine Axt und schultern die und laufen mit einem Benzinkanister zu deren Gottesdienststelle. Total unauffällig. Hält jetzt auch so. Klingt nach dem Plan. Also, ja. Also, meine Damen, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Also, wenn Sie sich nicht bald entscheiden, dann muss ich darauf insistieren, dass Sie mich vielleicht nach Hause bringen, denn ich möchte noch, was habe ich gesagt? Also, haben wir, wenn wir jetzt irgendwie von außerhalb des Dorfes ins Moor laufen wollen, dann müssten wir uns orientieren. Richtig, aber wenn Martha und Florence, wenn Paula und Florence die Route nehmen, die sie gesehen haben, dann kriegen sie das hin. Ja. Das kriegen wir hin, ja. Ja, Florence, dir sollte nur wichtig sein, nicht zu spät ins Moor, das ist nämlich echt dann dunkel und schattig da. Ja. Also was wir halt machen können, pass auf, wir machen es so, wir gehen jetzt schnell, wenn hoffentlich alle noch weg sind, in die Häuser, schnappen uns irgendwie Äxte und irgendwo Benzinkanister und so, dann verstecken wir uns, warten bis alle wieder in ihren Häusern sind und gehen dann zu dem Holzding. Ja, das klingt nach einem guten Plan, das machen wir so. So wird's gemacht, lass los geht's. Auf jeden Fall gehen, bevor es dunkel wird. Ja, wir gehen jetzt Aktionismus. Los. Ja. Also wir gehen zum Grundstück der Grubers, weil da müsste ja eigentlich auch alles offen und frei sein wahrscheinlich. Und wir finden da bestimmt eine Axt und Benzin. Ja, alle Türen standen ja offen, also Tag der offenen Tür. Ja. Dann geht doch einfach alles, in Meyers Laden und nimmt ach so, stimmt, Meyers aus dem Laden. Axtregal. Ja, genau, wir Meyers uns Laden. Und alles, was wir brauchen. Und Benzin und wenn wir schon mal Benzin dabei sind. Und Feuerzeug und natürlich. Und was kann man noch gebrauchen? Petroleum und Alkohol und. Ja, ihr seid perfekt ausgestattet. Und ich gönne mir schon mal ein bisschen Alkohol. Ja, und auf dem Weg. Und dann gehen wir zum Richtung Moor und verstecken uns da. Und ja, also alle zurückkommen. Ich frag so zwischen Moor und ob Dorf. Ich haben darf. Was bist du bitte? Aber natürlich, Fräulein also. Schwarz, natürlich. Nehmen Sie nur gerne. Ich habe noch irgendwo eine andere. Versuche ich irgendwas und finde es aber nicht. Und dann rieche ich an meinem Riechsalz. Zu der Jahreszeit ist da auch noch Heroin drin in den Zigaretten insofern. Wunderbar. Ich rieche sowas von. Zug, so. Dankeschön, gib dir wieder zurück. Danke, jetzt habe ich das Riechsalz und die Zigarette. Ne? Gönnung. Haben Sie noch so eine von diesen Tabletten? Also die hat mich gestern ganz schön weggeschossen. Wollen Sie, vielleicht sollten Sie es nicht so sehr übertreiben mit diesen ganzen Medikamenten. Ich weiß auch nicht, bis zu welchem Grad Ihnen das noch hilft und ab wann es ein bisschen
Alles nur ein Traum. Riechst halt schade. Alles nur ein Traum. Okay. Ist also schlimmer als Kniebstoff. Die Leute kommen ins Dorf zurück. Euch fällt auf, gerade den beiden, Paula und Florence, jetzt werden sogar zwei getragen. Also immer mehr geht scheinbar schlecht. Einige humpeln, noch arger. Im Grunde geht es allen schlecht in dem Dorf, aber sie kehren in ihre Häuser zurück. Einige gehen irgendwo anders ins Moor und versuchen zu arbeiten. Ja, aber alle sind sie gedrängelt quasi. Sehen wir den König auch? Ja, der geht zu seinem Haus. Und der sieht aber nicht kränklich aus. Der sieht immer noch fit und auf wohlauf aus. Ja. Sobald alle weg sind, sollten wir so schnell wie möglich zu diesem Holzding hin, weil der wird merken, dass in seinem Haus etwas nicht in Ordnung ist. Ja, auf jeden Fall. Und dass der Erzmarkt hier weg ist. Rucki-zucki. Also, ja. Los geht's. Und dann geht's los mit Äxten. Und sobald das zerhackt ist so ein Stück weit, dann Benzin und anzünden. Und das kann schon schief gehen. Ja. Dann kommen sie schnell und ich gehe so voraus. What could possibly go wrong? Nix. Vor allem wir vertrauen auch einfach dem Erzmagier, der uns gesagt hat, dass das die richtige Idee ist. Egal. Das hat er nicht. Naja. Er hat gesagt, nein. Oh, wartet. Während die da in dem Laden eingebrochen sind, bin ich fröhlich gluggernd übrigens meine Pistole holen gegangen, wenn das geht. Was? Das war stimmt, die waren ja noch nicht wieder da. Ist ein Punkt. Ja. Der Punkt. Dann mache ich das. Aber du bist wieder das bei uns. Bestimmt total geschossen. Sicher, dass ich, vorhin schon umbringen wollte, heimlich umbringen lassen wollte. Ich? Also tatsächlich findet ihr mich fröhlich grinsend und ziellos auf der Straße umherwandernd. Kann man dir die Waffe abnehmen? Die habe ich nicht in der Hand, die habe ich in meine Dings gesteckt. Na gut. Ja. Okay, ihr begebt euch unter der Leitung von Florence, die vorausgeht, zu diesem hüfthohen Monolithen in dem Moor. Ja. Da ist nichts anderes außer dieser, Holzmonolith. Stock. Brett. Balken. Ja. Der perfekte Balken, perfekter Symmetrie. An, mit der Axt drauf zu hauen. Ja, ich kipp schon mal Benzin drüber. Du haust mit allem, was dir heilig ist, macht ein komisches Geräusch und die Axt geht kein zurück. Dong. Ja, so in der Art, doch schon so ein bisschen, aber ihr guckt alle ganz gespannt, kein Kratzer. Benzin? Zünd es an, los. Ja, okay, ich habe Benzin drüber gegossen und ich zünde es an. Verborgenes Erkennen? Oh, Verborgenes Erkennen. Alle? Ja. Ich hatte meinen Charakter schon zugemacht. Du hast schon abgeschlossen. Hey, dachtest du, wir machen das jetzt kaputt und das war's? Oh Mann, ey, ich habe so viel Pech. Nein, weil ich einfach so, ich gebe 8 Glückspunkte aus, um es zu schaffen. Martha hat es doch geschafft. Achso, ja, dann ist alles gut. Wie immer. Alle schaffen es nicht, aber Martha schafft es. Ja, Martha hat auch einfach ein Schweineglück schon beim Würfeln gehabt. Hashtag blessed. So, Martha, dir fällt eins auf. Du willst wahrscheinlich gerade diesen Pfeiler anzünden. Guckst in eine Richtung und dann siehst du auf einmal zu deinem völligen Erstaunen, dass der Vollmond aufgeht. Na, jetzt? Jetzt. Leute? Mitten am Tag, ja? Ja, also Leute? Nachmittag. Oder ist es ist nicht dunkel, oder? Ja, nee, aber nee. Aber man sieht Vollmond. Den Mond halt am Himmel. Aber brennt das Ding jetzt? Wenn ihr es jetzt anzündet? Ich bin dabei, ich habe das Feuerzeug dran gehalten. Okay, es fängt an zu brennen. Ihr hört einen Glockenschlag. Oh nein! Ich will nicht wieder würfeln. Und woher kommt der Glockenschlag? Von diesem Monolithen. Oh, das war so klar. Scheiße! Oh nein. Und jetzt? Alle müssen würfeln. Ja. Tatsächlich. Was musst du mal noch würfeln? Ich muss erstmal auf Stabilität. Oh nein. Oh, eine 9! Unfassbar. Und das ist so unfair. Und nochmal Konstitution. Warum wird Martha nicht auch mal ein bisschen wahnsinnig? Yes! Oh mein Gott. Das muss doch sein. Ja, aber es tut mir leid, ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ihr anderen müsst natürlich jetzt. Ist der Stabilitätswurf im Grunde egal.
Ihr müsst Konsti würfeln. Nee, es ist nicht. Es geht um die Konsti. Ja, ja, richtig. Konsti... und man würfelt doch mit Negativwürfel, wenn genau. Man jetzt nur das Johann Stabilität darf einfach nicht so geschafft Konsti. Hat. Ja. Also ich habe auch kann die meine Konstitution vier Geld... geschafft. Ja. Dann kann meine vier vom Wurf davor gelten. Nein, jetzt machst du Konsti. Unglaublich, ey. Ja, sollte ich doch. Paula, unfassbar. Ja, sollte ich doch. Vier gewürfelt. Ich habe erst Stabi und dann Konsti. Ja. Ja, ach so, oder muss nicht? Ich auch noch Konstitution. Ja, das läuft ja richtig gut bei euch. Also Konstitution habe ich immerhin aus. Geschafft, aber Stabilität ziehe ich mir trotzdem was ab jetzt, oder? Nein. Nee. In dem Fall nicht, das war ja auch gerade. Doktor, du musst noch bitte deine Konsti-Probe machen. Hab ich. Ach, hast 27. Du? Okay, dann hat nur Florence, da das andere gerade war. Florence, du verlierst 5. Uiuiui. 5 Punkte. Trefferpunkte? Ja. Ja, super. Was wahrscheinlich auch bei dir ein. Du kannst einmal Konsti würfeln. Zeigt er dir im Chat an. Konstitution. Zeigt er dir im Chat an. Wenn du... In der Chatleiste, genau. Ja. Cool. Ich glaube, der Doktor braucht Riechsalz. Denn Florence, ja, wahrscheinlich schreist du noch einmal auf und dann fällst du erstmal in Ohnmacht. Der Pfeiler brennt. Nein, Fräulein Schwarz. Und dann komme ich mit Riechsalz und Alte, das knallt einem so in die Nase, das bringt einen sofort aus unserer Geschichte wieder raus. Ja, aber wachst du wieder auf. Ich bin gleich so, was ist passiert? Und in dem sie Moment, sind ohnmächtig geworden. Wo du ihr Riechsalz gibst und sie sich aufsetzt, ist das Feuer aus um den Monolithen und brennt nur noch so ein bisschen draußen rum und er sieht immer noch genauso aus. Wie nein, es war so klar. Es war so klar. Kann ich... Und es kommen die ersten Dorfbewohner auf euch zu. Oh, shit! aber er hat aufgehört zu... Jetzt müssen wir den König töten. Ist er noch heiß? Nein. Kann ich versuchen, ihn rauszuziehen aus dem Meer? Ja, du kannst alles versuchen. Ich würde versuchen, ihn rauszuziehen. Danke. Vor allem rauszuziehen, das ist so fast so baumdickes Ding. Ja. Ich dachte, er wäre nicht. Na, so. Egal, was ihr tut, lasst das Ding nicht wieder bömmeln. Nee. Ja, ich weiß nicht, was es zum Bömmeln gebracht hat. Das Anzünden? Oder ist es die Uhrzeit? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir töten Angst. Den König. Ach, was soll's? Okay. Und dann gibt es keinen mehr, der irgendwas irgendwoher vorruft oder irgendeine Energie zieht. Und dann steht dieses Monolithen-Ding hier einfach rum. Ich möchte sie nicht beunruhigen, Fräulein Müller. Das Ding ist nur, vielleicht kontrolliert er das gesamte Dorf und wir haben ein riesiges Problem. Ja, und wenn er tot ist, dann ist er nicht mehr der Kontrolleur. Wer kommt denn da jetzt eigentlich? Ja, wenn du kurz wartet, alle 80 Dorfbewohner etwa, ne? Nee, also wenn wir sehen, dass die Ersten sich auf den Weg machen, ja, würde ich nicht mehr kurz warten. Aber die, du siehst auch, die interessieren sich überhaupt nicht für dich oder euch. Sondern? Ach so, weil das scheiß Ding geläutet hat. Die stellen sich da einfach dahin, genau. Wie so ferngesteuert wieder, ja? Ja. Scheiße, ich weiß gar nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Der Erzmagier hat auch nichts auf seine schlauen Zettel geschrieben, nein. Oder? Was wir machen können. Cool, das ist ja super. Kommt denn der König auch? Wir hätten den Erzmagier erschießen sollen. Das können hätte wir uns verstecken? Das erspart. Das wäre richtig großartig gewesen. Ja, nach einer Zeit kommt der Herr Doktor, König können auch. Wir uns verstecken und darauf warten, dass der König kommt und sie schießen ihn? Ja. Keine wollen Ahnung. Sie wollen, dass ich einen König erschieße? Ich sag Ihnen dann, auf wen König. Sie schießen müssen, okay? Königsmord, das ist ja was Neues. Das ist ein Herrkönig, das ist kein echter König. Ach so, ja. Wie schade. Uff. Okay, wir verstecken uns. Und wenn der kommt, dann würde ich das Signal geben für den Herrn Doktor und der darf mal versuchen, ob er es noch schafft, den zu treffen. Mhm. So wäre der Plan. Habe ich eigentlich jetzt sichtbare Wunden? Weil das, nee, da steht alles innerer Schmerz. Okay. Alles innerer Schmerz. Also ich krümme mich aber eigentlich vor Schmerzen gerade, oder wie? Nee, du kannst, wenn er dich rausgeholt hat, also ja, dir geht es nicht gut und du hast Schmerzen, aber du kannst dich bewegen. Okay. Und auch handeln. Wie viel? Du hast ein Leben, einen Trefferpunkt, ja? Ich habe 3. Drei, ja, dann. Habe ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du meine Güte. Okay. Ja, wir verstecken uns und lauern auf, bis der König kommt. Ja. Meine Damen, ich möchte Ihnen sonst anbieten. Ich meine,
Wir verstecken uns. Ja, Herr Doktor, Sie müssen leise sein. Aber ich bin sicher, mich sieht niemand. Aber Sie müssen leise sein. Ich halte hier die Stellung. Sie laufen. Nein. Und dann schieße ich den König. Also, kann mir jemand helfen? Da so ja, komm, ich stütze dich. Ich stütze dich. Ja. So, kommt der König jetzt mal? Wir ich müssen dem hier das können wir immer noch machen, wenn es soweit ist, Herr Doktor. Ach so, ja dann, wie Sie wollen, meine Damen. Wir können immer noch fliehen. Ich bin ganz. Ja, wir können immer noch fliehen, wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Ich hauche den anderen so zu. Kann von Ihnen auch jemand schießen? Nur für den Fall, dass es nötig sein sollte? Ich kann leider nur ein bisschen mit einer Flinte umgehen, weil ich schon ein paar Mal bei der Jagd dabei war. Das ist schon mal mehr als ich. Er hat ein bisschen Pistolenerfahrung durch meine Familie, aber das war's auch schon. Vielleicht also, geben wir dann Florence die Waffe. Florence, wenn der Herr Doktor nicht trifft, dann nehmen Sie die Waffe und schießen. Gib mein Bestes. Okay. Das, also, ich weiß nicht, ob ich in der Verfassung bin, gleich wirklich noch wegzulaufen. Das okay. wird vielleicht auch gar nicht nötig sein. Sie müssen nur schießen, vor allem. Ja, okay. Es sind langsam alle Dorfbewohner da und auch Herr König kommt herbei. Sobald der König kommt, sage ich da. Dem Mann. Da. Alles klar, ich geh los. Nein, nicht schießen sollst du, du Dovi. Ich halte ihn zurück, wenn er gehen will. Ja, ich muss doch dich da ran, sonst treffe ich ihn. Ja, wir haben uns doch extra so versteckt, dass er an uns vorbeikommt. Ach so, ja. Dann gehe ich, dann trete ich trotzdem auf den Weg. Ja, der kommt alleine. Naja, mit anderen um ihn herum, ne? Ja, ich, ja, das 80 Dorfbewohner. Also ich, 80 ja, Dorfbewohner. Ich trete aus dem Versteck. Herr König! Oh Gott. Ich versteck mich. Okay. Wie unwürdig. Und dann versuche ich ihn zu erschießen. Unwürdig, okay. Ja, dann schieß. Du kannst einen Bonuswürfel nehmen. Der Herr Doktor wollte sich duellieren und jetzt wird ihm das verwehrt. Er hat den Handschuh nicht geworfen. Ich habe die Waffe tatsächlich nicht in meinem Inventar drin. Na, würfeln wir 100, ist doch in Ordnung. Ja, also ich würfel einfach Fernkampf. Also so ist es nicht. Ich kann nur keinen Schaden würfeln. Also ist auch egal, der Schaden. Oh, der Schaden ist egal, nein. Leute. Habt ihr gehört? Nein. Entweder meint er damit, wenn ein Mensch mit einer Pistole getroffen wurde, ist er so oder so ausgefallen. Ein kritischer Erfolg ist schon mal nice. Das meine ich in dem Fall so, du gehst ja auch auf, du sprichst ihn an, er geht an dir vorbei, du schießt ihn in den Kopf und er fällt um. Das war ja einfach. Stille. Stille. Oh Gott. Ich bleibe in meinem Versteck und gucke oh Gott. So ein bisschen oh so. Gott. Und dann hört ihr die Stimme von dem Richter. Welcher Richter? Der Richter. Nein! Welcher Richter denn jetzt? Das kommt, wenn man sich keine Notizen macht. Dann ach, der Vater von dem Kind. Ja, der Vater von dem Kind, genau. Oh nein. Der. Das ist der Moment, wo wir die Übermenschlichkeit erreichen. Und wo er anfängt zu reden, seht ihr, und jetzt Achtung, von jedem Dorfbewohner und auch von euch, also ihr seht es bei den anderen, einen kleinen Lichtstrahl, der von euren Köpfen zum Monolithen geht. Von allen 80 und von euch auch. Von uns auch? Ja. Von mir auch? Nein, von Martha nicht. Hashtag Blast. Okay, warte. Ja. Ich da gehe zu bin einfach zu holy. Zu Frau Sänger hin. Warum leuchten sie da? In dem Moment, wo du zu Frau Sänger gehst, leuchtet im Moor auf einmal eine Rune auf, die vorher nicht zu sehen war. Gott. Und die Dorfbewohner, die eigentlich still sind, wiederholen ein einzelnes Wort. Übermensch. Alle gleichzeitig im gleichen Tonfall. Wir finden das nicht gut. Ihr nicht. Haben wir auch das Bedürfnis, Übermensch zu sein? Nein, habt ihr nicht. Ich gebe Frau Sänger, hier Frau Sänger, hier nehmen Sie meine Pistole. Ich würde in einem Anfall von Verzweiflung mit dem Benzin und dem Feuer loslaufen und versuchen, diese Rune anzuzünden. Ja, in dem Moment, wo du losläufst zu der Rune, zu zerstören irgendwie. Sind da schon so ein paar Dorfbewohner, die sich zu dir umdrehen und sich dir in den Weg stellen? Das geht gar nicht. Ich träume das anders. Einfach in den Weg, so dass du. Ich gehe außen rum. Ja, dann schubst dich einer um. Also ich nehme die Waffe. Wie jetzt? Ich habe die Waffe, aber ich habe in der anderen Hand auch noch gut die Axt, ja, die wir vorhin hatten, und würde versuchen,
Paula den Weg freizuhalten mit dem Benzin, was auch immer sie vorhat, weil es ist jetzt, wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich... Ja, Florence, was machst du? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde einfach... Das ist Realismus. Übermensch. In dem Moment rufen alle gleichzeitig, auch die, die euch bedrängen. Und eine zweite Rune. Glimmt auf. Einfach das ganze Moor anzünden. Power, ja, ich in meiner Verzweiflung, weil ich auch nicht wegkomme, ich schleudere einfach den Benzinkanister so um mich. Alles wird voll mit Benzin, die Leute, das Moor. Das klingt so, als würdest du einen Tankwagen losmachen. Mit deinem 2 Liter Kanister. Und dann schmeiß ich da das Feuerzeug rein. Frau Sänger. Mach mal werfen. Ja, was soll ich machen? Werfen? Ja, gibt's, glaube ich, ne? Ja, werfen. Ja, aber ich lasse es ja quasi nur fallen. Nee. Aber ich habe werfen nicht. Man hat eine Grundchance von 20. Ja. Frau Sänger, wenn es schlimm wird, Sie sind die Einzige hier, bei der das hier nicht leuchtet. Ja, ich weiß. Dann werden Sie schon das Richtige machen. Und damit gebe ich dir die Pistole so in die Hand. Quasi, lass sie dann los. Sie machen das schon, Frau Sänger. Das wird ganz wundervoll. Massenmord. Hilfe, ich krieg diese blöden... Ich krieg immer nur... Ah, jetzt geht's. Ja, ich hab die Waffe. Gut, dass ich damit nicht... Eindeutig irgendwo in die Pampa geschmissen. Ja, das Feuerzeug, geht nicht an. Das ist einfach aus. Hat noch jemand Feuerzeug? Ja, komm, wir waren in dem Scheißladen. Leute, wir haben alles leer geworden. Lebenskraft. Ich will auch ein Feuerzeug werfen. Wo sind die? Meinst du es aus Benzin? Ja, das fällt jetzt bei der dritten, fällt es dir auf. Die scheinen so einen Kreis, um diesen Monolithen zu bilden. Langsam. Natürlich machen sie das. Natürlich bilden sie einen Kreis. Ich würde einfach auf diesen Monolithen zu rennen und da irgendwie versuchen, noch irgendwas dran zu finden. Nein, oder irgendwas anzufassen. Nein. Ja, dann musst du auch einmal, Florence, bitte. Brawl, also Nahkampf. Hier werden sich Leute in den Weg stellen und die musst du entweder ausfallen. Nahkampf, ich weiß nicht, wie wir es bei dir. Aber ich habe ja ein Messer. Ja, okay, du bist verzweifelt genug. Dann kannst du auch ein Messer mal. Also ich hab nur 20. Ich hab mein Feuerzeug aufgeworfen mit einer 44. Nein, ich mache Handgemenge. Ich will ja niemanden verletzen trotzdem. Das schon. So, du könntest tatsächlich, wenn du auf die 72 klickst, 47 Glückspunkte, warum 47? Ach ja, 47 Glückspunkte ausgeben, damit dir das gelingt. 47. Dann hast du nur noch 3, aber vielleicht... Ja. Aber was hat sie gewollt? Das Ding ist aber... Dieses blöde, das Ding geht doch nicht kaputt, egal was wir machen. Ja, aber ich habe nur noch im Kopf, der König hat das irgendwie angefasst, während da irgendwas passiert ist. Ich würde einfach irgendwas versuchen. Hat der König das angefasst? Ja. Ja, aber da haben wir diese Leuchtefäden noch nicht gesehen und es waren auch keine Runen da. Trotzdem, ich würde es einfach probieren. Also ich klicke auf die 70. Oder? Mhm. Krass. Und dann musst du runterscrollen und dann kann man das. Ja. Ah, okay. Mhm. Oh Mann, ja, wie aufgeschmissen kann man sein? Du drängelst dich durch und stehst vor Monolithen und ihm, der da redet und der dich feurig anguckt. Wer guckt mich feurig an? Naja, der Richter. Richter, danke. Also wütend feurig? Nee, leidenschaftlich. Einfach, weil er in seiner Rede drin ist. Ja, sind übrigens auch, ja. Ich will auf den Richter schießen. Ich würde versuchen, den wegzuschubsen. Mhm. Mach das. Ja, okay, wenn jetzt Florence im Nahkampf da mit ihm ist, mache ich nichts. Ja. Ich will nicht Florence aus Versehen treffen. Tackelst ihn um, darum geht es dir doch. Ja. Aber direkt neben dem Monolithen auf einer Seite, wo er stand, war das schon so knietief, das Wassermoor im Grunde. Und du tackelst ihn um und ihr landet beide in diesem Wasser drin. Und na toll, jetzt liegt sie auch. Was ist das denn für ein kritischer Erfolg gewesen? Ja, er hat ihn einfach völlig davon weg. Und er hat ihn weggetackelt, ist doch gut. Ja, aber sie liegt ja auch.
Und ihr hört eine Frau weitersprechen. Oh, es war so klar, es ist völlig egal. Das ist der Moment, wo inzwischen eine sechste Rune angeht und sich so ein Kreis schließt. Und über euch allen ein erdrückendes Gefühl von grenzenloser Verachtung und Vernichtung sich breit macht. Es brennt auch nichts, ne? Ja. Wo leuchten denn diese Runen genau auf? Um das Ding herum. Um das Ding herum, aber es ist einfach so aus dem Boden quasi. Die Dorfbewohner bleiben stehen, sind aber wie paralysiert, aber irgendwie in sich unruhig. Von euch fällt allen bis auf Martha so ein bisschen auch alles ab. Ihr merkt dieses positive Gefühl fürs Dorf, was ihr irgendwie hattet. Das ist völlig weg. Und in diesem Moment seht ihr, wie die Frau von ihm ja da dran stand und sich ihr Körper verändert. Sie zuckt irgendwie wild. Oh nee. Und platzt im Grunde auf, als aus ihr erscheint eine gewaltige schwarze Masse mit einem riesigen, runden, grünen Auge. Also aus ihr raus, ihr Körper ist nicht mehr vorhanden und erhebt sich im Grunde über euch in die Luft, aus dieser schwarzen Masse, überall Tentakel, und eine der Dorfbewohner wird von einem dieser riesigen Tentakel sofort geköpft in diesem Moment. Ich hätte gerne einen Stabilitätswurf. Ich wollte gerade sagen, das ist der Moment, wo ich wirklich laufe und auf alles scheiße. Ja, oh ja, ja, das ist gut. Von mir auch? Ja, ja. Von allen bitte. Florence! Ich darf nicht leben. Okay. Oh nein! Oh nein! Okay, folgende Frage. Da kann man auch nicht reroll, oder? Nee. Aber nicht mehr. Oh ja, ihr seid so also, cool. Also, ich hab's ja geschafft. Aber es ist doch. Paula, nichts mit Konstitution, alles gut. Oder? Was? Warte. Ach so, ich dachte, wir sollten auch Konstitution werfen, weil sonst Stabilität. Immer stabil. Nein, nur Stabilität. Ach so. Martha, du willst wegrennen, richtig? Ich möchte wegrennen. Florence, was würdest du tun? Ich lieg gerade in dem Sumpf, ne? Ja, du richtest dich auf. Also du siehst das auch, richtest dich auf. Was ist dein erster Gedanke, bevor die Konsequenz kommt? Ich schaue halt zu dem Ding, das gerade da... Ich meine, das ist ja auch wieder Dunkelheit, ne? Ja. Ja, also ich schaue da hin und gerade wieder in Panik. Mhm. Aber was wäre dein erster Gedanke? Also Flucht. Ja, Flucht. Ja, Flucht vor dem Vieh. Oder irgendwie. Ja, Paula, dein erster Gedanke? Ja, abhauen. Brauche ich gar nicht zu fragen. Dr. Johann Friedrich, dein erster Gedanke? Da du mir ja gesagt hast, ich bin jetzt die ganze Zeit fröhlich, weiß ich nicht genau, wie sich das auf meine Urteilskraft auswirkt. Ja, wir reißen dich einfach mit, wenn wir alle abhauen. Oh, nee, das ist was anderes. Wenn du ihn retten willst, ist es nicht eine reine Flucht. Dann ist es Retten und Rückzug. Das ist ein Unterschied. Aber kann man nicht, wenn man in ihm vorbeikommt, ihn unterhaken und mitreißen? Ja, ist aber ein kleiner Unterschied. Dann mache ich das halt. Ich gucke einfach nur. Ich schaue es einfach nur so. So, dann kommen wir zur Stabilität. Für Paula und Martha bedeutet, sie verlieren ein W10. Oh mein Gott, wenn man es schafft, verliert man ein W10. Oh, Martha, ey. Also Rieke darf nicht mehr mitspielen. Das geht so nicht. Das Problem ist so, dass die Einzige, die nach... So, und die Cthulhu-Kenner unter euch werden wissen, was passiert, wenn man bei einem geglückten Wurf ein W10 verliert. Verliert man bei einem nicht geglückten Wurf ein was? W20? Nein, Torben wird es sehr gut wissen. Oh, ist es ein W100? Ein W100. Ja. Nein, what? Nein. Soll man das denn? Wow. Warte. Oh mein Ding Gott. Ding-Dong. Also jetzt ein W100. Wow. Hey! Wow. Props. Props. Einfach Props. Oh.
Wir schaffen es vielleicht doch alle. Also manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Das ist krass. Alex ist komplett fassungslos. Kann das bitte jemand klippen gerade? Ja. Hey, damit bin ich bei 24 Stabi. Im Ernst, das ist die krasseste Cthulhu-Wurf-Kombination, die ich je erlebt habe. 1, 3, 2 und 6. Ich wollte gerade sagen, also wie viel Stabilität hattest du noch, Lucy? Ich hatte 58. Ja gut, das ist ja nicht gut, mal. Du hattest, ja, aber es ist schon sehr gefährlich, trotz alledem, aber ich... Also, ihr seid live dabei, wie ihr seid live Geschichte dabei. Das ist nicht fake. Ihr seid live dabei. Ihr seht es. Oh, meine Güte. Wir haben gerade mit einem W106 gewürfelt. Das Problem ist, ich bin trotzdem stehen geblieben. Aber als ob uns das retten würde. Wir freuen uns so, als ob das irgendeinen Unterschied machen würde. Bei dem, Paula, mach mal einen Glückswurf. Achso, ich bin Paula. Du bist Paula. Ich weiß, du träumst nur, aber du bist trotzdem noch Paula. Martha, du kriegst einmal 2 Schaden. Ich erkläre gleich, warum. Okay. 2 Schaden oder ja, 2? Ja, richtig, körperlicher Schaden. Oh, das ist mein erster Schaden. Weil ich dir weh tue. Hä? Okay. Ich weiß auch nicht, was passiert. Aber warum hat er denn jetzt nicht Glück gewürfelt? Das weiß ich nicht. Bei mir. Oh Mann, ey, ich krieg ein Spiel. Nochmal. Ja, es ist durch die Unruhe und durch die Tentakel, durch die Gegend schwacken gar nicht so einfach, Johann zu finden, aber du hast irgendwie ein. Das ist ja ein Traum, ne? Ja. Du hast einen klaren Gedanken und findest ihn und ziehst ihn mit und so rennt ihr alle. Das ist tatsächlich eine Flucht, die so kopflos ist, dass Martha irgendwann einmal stürzt und sich den Kopf anschlägt an einem Stein. Ach. Und ihr irgendwie in diesen Autos landet, losfahrt, ja, und wahrscheinlich, wie es euch geht, obwohl, Paula, deine Stabilität ist echt auch noch Ciao. Gut, ne? Also ja. Ich bin ja mit meinem eigenen Auto da gewesen. Mhm. Und ich würde mich in mein Auto setzen und wer auch immer noch mitkommen will, ich würde ganz klar sagen, ich hau ab hier. Ich fahre auch nicht wieder zurück ins andere Dorf. Straight away. Ja. Fahren Sie doch bitte mich und Fräulein Schwarz ins Krankenhaus. Genau, das ist das im Grunde. Du fährst weg, aber für dich ist es ja, können wir auch so beibehalten bei deinen Würfen, Paula, für dich ist das einfach nie richtig passiert, was hier passiert. Und so würde es quasi so 2 Wochen später, wahrscheinlich mit einem Besuch von Paula und Martha bei Florence und Johann Friedrichs, in der Psychiatrie weitergehen, wo ihr an dem Abend noch eingeliefert wurdet und ihr das erste Mal so wirklich wieder halbwegs ansprechbar seid und euch freut, dass ihr Besuch kriegt. Ich freue mich die ganze Zeit. Ja, das kriegst du mal. Total überhaupt nicht nervig, aber Martha, für dich ist das als einziges tatsächlich wirklich passiert. Oh mein Gott. Du musst eigentlich wirklich aufpassen, dass du nicht für verrückt hältst. Denn, ich erzähle das niemandem. Ich erzähle das alle Einwohner Gott. Alle Einwohner Hubbüttels sind an diesem Tag gestorben. Bei einer durch die Bolschewisten von den Bolschewisten ja, wie sagt man, das war eine, ja, die haben die da irgendwie in den Sumpf gelockt. Ein Hinterhalt. Und dann dort ein Massaker veranstaltet, irgendwie eine Sekte wird auch vermutet, aber da der Pfarrer das auch jedem erzählt und predigt, dass das schon seit Monaten so ging und ja, dass seine Heldinnen sich gerade noch so retten konnten, bevor, ist das tatsächlich die Geschichte um Hubbüttel, die in die Geschichtsbücher eingeht. Ich werde dem auch nicht widersprechen, nee. Weil ich weiß, was das für Konsequenzen hätte. Ja. Also wir haben aber, und wir denken Paula nicht, dass das passiert ist. Naja, also ich habe offensichtlich hellseherische Fähigkeiten, ja. Weil ich habe ja von diesem Unglück in einem Traum schon eine Vision gehabt. Mhm. Also es war ja quasi eine Botschaft, die mir schon übermittelt wurde. Ja. Und das würde ich dann tatsächlich auch in meinen Lebensunterhalt einfließen lassen. Und meine Kosmetiklinie würde definitiv etwas dunkler werden. Okay, ja. Ich dachte, du machst jetzt noch einen Nebenjob als Wahrsagerin auf, oder? Ja, das sowieso. Handlesen, Zukunftsblicke, so, das Traumdeutung. Das letztendliche Schlussproblem, was ihr noch einmal habt, ist,
dass... Ich würde übrigens das Kind wirklich adoptieren. Ich meine, das ist jetzt ja vollweise. Insofern würde ich das Kind, glaube ich... Das ist der Sporn von allem. Der, die Saat. Ihr verliert nochmal 1W6 Stabilität. Ach ja. Das bekommt ihr, weil ihr die Dorfbewohner alle den sicheren Tod überlassen habt, ohne einen Versuch zu machen. Ja, Moment mal. Ich habe das alles nur geträumt. Ich hätte es gar nicht ändern können. Ja, ist jetzt für... 19 also noch. Genau, Friedrich, Friedrichs, du kriegst 1W4 zurück, weil du dich getraut hast, deinem Trauma von damals zu entgegnen und ein Kind behandelt hast. Das gebe ich dir. Na, guck mal. 11, 4, 23. Ja. So, und so wäre das erste Kapitel Hubbüttels mit 4 Überlebenden mehr oder weniger zu Ende.